starten wir mal. Bin bereit. Gut. Ja, hallo zusammen, hier ist zusammen zocken und heute habe ich wieder mal Gäste eingeladen und mit dabei sind zum einen Gonzo. Hallo, hier ist Gonzo von Gongon. Und das Timo. Reicht. Ja. Servus. Genau. Ja. Vom Kanal Videojams. Videojams. Sie kennen mich auch aus den Filmen Weihnachtsmänner küsst man nicht und die Liebesabenteuer des Herkules. Ganz richtig. Ja, heute wollten wir, da sich das Jahresende immer näher rückt, uns erinnern, was 2017 bei uns auf dem YouTube-Kanal oder in unseren Konsolen so passiert ist. Und da wollten wir mal uns fragen, was wir 2017 gezockt haben. Was war bei dir so los, Gonzo? Erzähl doch mal. Was soll ich direkt schon anfangen? Was wir gezockt haben, insgesamt, Mass Effect Andromeda, das spiele ich bis heute noch. Und ich finde, es ist nicht so schlecht wie sein Ruf. Und ich würde auch gern mich aufregen über Nier Automata, wo das alle total geil finden und gleichzeitig Mass Effect so hassen, obwohl das eine Spiel optisch total schön ist und das andere ist total dröge und hässlich. Und leider hat es diese typischen Japano-Krankheiten, dass die Umgebung, also wenn ihr irgendwas einwerfen wollt, ne, dürft, dass die Umgebung so anime-mäßig einfach leer ist. Es ist karg und leer, man kann einfach da nichts machen. Und daran kranken viele Anime-Spiele. Das wird oft kritisiert, aber bei Nier Automata wird das nicht kritisiert, weil jeder sowas erwartet hat. Und dann aber kommt Mass Effect und es hat einfach wunderschöne Landschaften, reine Augenschmelze. Und dann sagt man, das reicht mir nicht. Das ist wieder nur ein Eisplanet, das ist wieder nur ein Wüstenplanet. Ich habe mir mehr erhofft. Was sind das für Erwartungen? Also ich stimme dir fast zu. Ich finde, Nier Automata ist ein gutes Spiel. Stellenweise auch fantastisch, aber es hat genug Mängel, dass es mich teilweise echt angeätzt hat. Ja. Und jetzt nicht unbedingt die Umgebung. Ich meine, es ist auch ein bisschen schade, dass da echt einfach nix ist im Grunde, aber das, naja, es hat mich jetzt nicht so gestört, aber da sind genug andere Fehler und es sind auch ein paar, da würde ich nicht sagen, das sind Fehler, das sind Eigenheiten des Spiels, die ich aber einfach nicht gutheiße. Also wenn dann sowas ist wie das hat ja einen echt langen Prolog, das Spiel, und dann fängt es an zu spielen, genau. Du fängst an zu spielen bis in dieser Fabrik und das ist ein relativ langes Gebiet, schnetzelt sich da durch, dann kommt der Boss, dieser riesige Roboter und wenn du dann krepierst, da gibt's keinen Checkpoint und du kannst vielleicht 40 Minuten gespielt haben, vielleicht auch eine Stunde, dann hast du die Arschkarte gezogen, dann kannst du nochmal von vorn mit dem Prolog und du kannst den Prolog nicht wegklicken und das kommt später noch ein paar Mal. Ich find's gut, dass das Spiel quasi dich nicht für Idioten hält, also dass du selber dafür sorgen musst, zu speichern. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber wenn dann sowas ist, dass, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen spoilert, aber es gibt ja mehrere Durchgänge und mehrere Endings und du von dem einen Durchgang in den nächsten gehst und der nächste Durchgang hat auch wieder einen langen Prolog in dem dann auch, also am Anfang krepierst, ohne dass du speichern konntest, dann kannst du den ganzen Semmel auch nochmal machen. Und all solche Sachen, die haben mich genervt. Davon abgesehen, also es ist einfach überschätzt. Es ist ein tolles Spiel, stellenweise, wie gesagt, fantastisch, aber ich finde es wirklich überschätzt. Vor allem dafür, dass Platinum Games dran gearbeitet hat. Und ich weiß, man darf es nicht unbedingt als Platinum Games Spiel sehen, aber ich kann nicht anders. Und für Platinum Games Verhältnisse finde ich das Gameplay auch nicht gut genug. Das stimmt. Das war sehr hakelig irgendwie. Ja, also das ist nicht jetzt so weich gesteuert, nicht so wie bei Bayonetta. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt wie bei dem Ninja Turtles Spiel. Das war wirklich stellenweise Abfall. Aber trotzdem, also
Mich stört nur, die Sachen wurden weggeredet. Wie oft man auch in diese Fabrik wieder zurück muss, dieses elende Backtracking. Und da gibt es einfach auch nichts zu entdecken. Du musst einfach nur für eine Mission wieder da rein und den ganzen langen Weg laufen. Und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Und das ist ja das Beste. Wenn das Spiel wieder von vorne losgeht, hast du eine andere Sichtweise, was eigentlich interessant ist. Du bekommst direkt neue Gameplay-Mechaniken. Aber schon bei der ersten Mission mit dem kleinen Jungen sagt der Junge nach dem zweiten Checkpoint, boah, das ist aber echt langweilig. Und ich habe mich auch schon aufgeregt. Und das wird dann aber nicht angekreidet in Reviews, weil der Junge ja gesagt hat, das ist langweilig. Das ist ein Gag, dass das langweilig ist. Nee, du hast eine neue Spielmechanik und die ist von Anfang an scheiße. Und das Spiel weiß, es ist scheiße. Und das macht es aber nicht besser. Also das große Problem ist, glaube ich, viele hören ja auch auf mitten im zweiten Durchgang. Das ist ein bisschen blöd. Der zweite Durchgang ist ja auch nur, ja, weiß ich nicht, ich glaube, es ist 50-50. 50% ist neu, 50% ist alt. Die Sache ist, der dritte Durchgang ist komplett neu. Also das ist eine Fortsetzung. Und viele geben schon im zweiten Durchgang auf, und das kann ich absolut verstehen. Weil, wie du gesagt hast, ist es, ich habe es schon mal gespielt teilweise, die neue Gameplay-Mechanik ist, und das kann ich schon wirklich nachvollziehen. Ich kann auch verstehen, wenn das Spiel einen total abholt und die anderen sagen, naja, die Kritikpunkte ist mir nicht so wichtig. Ja, ist gut, kann ich verstehen, bei mir hat es leider nicht so gezündet. Aber Gonzo, warum hast du das mit Mass Effect Andromeda verglichen? Es kam ungefähr so zur selben Zeit raus. Ach so. Und Mass Effect Andromeda hatte ja überzogene Erwartungshaltungen. Und dann ist es aber einfach ein sehr schönes Spiel, wo man einfach sehr viel Dialoge hat und wo man sehr viel machen kann. Und das ist eigentlich sehr gut. Du bekommst sehr viel schönes Spiel für dein Geld. Und bei Nier Automata, das fandst du nicht, da wurdest du nicht so, so abgeholt, ne? Ich hab's doch. Aber es sind glaube ich, auch ganz unterschiedliche Spiele. Nier Automata. Ja, es geht mir aber um verstehe ich aber auch Hype nicht, weil das Thema thematisch und genremäßig dir doch sehr sehr gut gefallen sollte, oder? Dieses japanische Spiel, das magst du doch schon. Deswegen kritisiere ich es ja auch anhand gerade dann ist man kritischer. Ich kritisiere es ja auch angesichts anderer Japano-Spiele, die dieselben Mängel haben, hackelige Steuerung und große freie Areale, in denen einfach nichts existiert, in denen auch wenig Detail drin ist. Und dann hast du ein hochpolitisches Spiel wie Mass Effect und die Kritiker sagen, das ist schlecht, Nier Automata, das ist gut und alle Kritikpunkte werden weggewischt und sagen dann so, das ist ja gar nicht so schlimm. Ich glaube, bei Nier Automata hat dieses Kunst im Spiel auch stattgefunden in der Wahrnehmung der Journalisten oder so, ne? Und das ist, glaube ich, vielleicht auch etwas, was dann angehoben wurde oder angesehen wurde, so eine. Das hattest du auch im ersten Teil von Nier und trotzdem kannst du sagen, dass Nier einfach schlecht ist. Es hat besondere Elemente, aber deswegen ist das ganze Spiel nicht perfekt. Also für die Spielspaß. Dann doch lieber Mass Effect Andromeda, sagst du, oder? Muss man natürlich das Genre mögen. Also es sind schon unterschiedliche Genre. Ich finde nur dieses Verhalten der eigentlichen Leute, die kritisch sein müssten, finde ich total entgegengesetzt. Bei dem einen Spiel, was gut aussieht und was wirklich viel für das Geld bietet, heißt es dann, das ist blöd. Und das andere, trotz aller Mängel, werden alle Mängel einfach weggeredet. Das ist totaler Unsinn, dass man diese Mängel einfach wegredet und das einfach so hochlobt, ohne die Mängel richtig anzusprechen. Ich glaube, das Problem ist wirklich, wie du sagtest, die Erwartungshaltung. Ja. Mass Effect hat eine erfolgreiche Trilogie, kommt von einem mega großen Publisher. Und der Automata kommt eigentlich auch vom großen Publisher, von Square Enix. Aber da ist eine relativ, da sind zwei relativ kleine Klitschen hinter und das hat nicht so ein Budget wie Mass Effect. Aber klar, du hast recht, bei dem anderen werden Kleinigkeiten eher weggeredet und bei dem anderen werden die Kleinigkeiten quasi Mücken zum Elefanten gemacht. Das stimmt schon. Ja. Wobei die Trilogie Mass Effect jetzt auch gar nicht so gut war. Ich habe die nochmal durchgespielt und die Spiele sind heute noch voll mit Bugs. Und anderen glitschen da Leute rum, Tonprobleme hast du an allen Enden. Das hat einfach keinen gestört. Das ist kein Bug, das ist EA. Ja.
Aber das weiß keiner mehr. Das Spiel war an sich, die Spiele waren alle trotzdem gut. Wir haben drüber hinweggeschaut. Und jetzt plötzlich ist eine Pistole im Trailer falsch herum. Oh mein Gott, dieses Spiel ist das schlechteste Spiel, was es jemals gab. Aber ich habe hier gerade gesehen hinter deinen Videos, dass du damals für Nier und Automata geschwärmt hast. Was ist passiert? Ist ja auch eigentlich so. Ne? Ja. Nier und Nier Automata hat eine wunderbare Geschichten haben die. Ja. Nur man darf es jetzt nicht so hochloben und sagen, das ist einfach so unglaublich gut, weil es spielt sich nicht so gut wie Bayonetta. Bayonetta ist ein wirklich geiles Spiel. Und es hat auch nicht so viel Inhalt wie Bayonetta von Sachen, die man freischalten kann. Mhm. Und es ist einfach nicht dieses tolle Spiel, was so dermaßen von allen gelobt und geliebt wird. Trotzdem hat es mir an und für sich gefallen. Auch die Story gefällt mir von den beiden Spielen. Finde ich alles sehr künstlerisch gut gemacht. Aber ich will nicht über die Negativ-Sachen hinwegschauen. Ich will auch ordentlich kritisieren, wenn ich ein Spiel mag. Ja, ist gut. Nur, weil du das ja mal hochgelobt hast und jetzt, werde ich auch wieder jetzt machen. Aber kritisch darüber sprichst. Aber ich habe andere Aspekte werde ich loben. Gut. Ich habe Nier Automata. Ich kann nur mitreden bis zu dem ersten Akt sozusagen. Das war in der Demo. Ich habe die Demo gezockt und kannte den Vorgänger nicht. Und auch japanische Spiele bin ich auch nicht unbedingt so immer vom begeistert. Aber ich glaube, das ist auch nicht so wirklich ein hundertprozentig japanisches Spiel-Gameplay. Oder? Ach doch. Doch? Doch, eigentlich schon. Würde ich sagen 100%. Ja. Weil ich... Ja, gut. Ich hab wenig Vergleichsmöglichkeiten. Allerdings fand ich das doch recht gut spielbar. Ich war nur irritiert, wenn die Kamera plötzlich wechselte oder so. Aber es ist eine Gewöhnungssache, ne? Ja, es ist ja auch oberflächlich gut spielbar. Also ich finde, es spielt sich jetzt nicht ganz so hackelig, aber es besitzt relativ wenig Tiefe. Was du später ganz geil machen kannst, ist, du kannst alles Mögliche anpassen, was das Gameplay angeht, mit quasi Zusatzchips. Aber das ändert nicht großartig was. Also es fühlt sich nochmal der Bayonetta-Vergleich. Es fühlt sich nicht annähernd so gut an wie Bayonetta. Egal welcher Aspekt, also ob das Kombos sind, ob das Waffen sind, ob das Ausweichen ist oder die Integration von Schusswaffen, das ist nicht annähernd so gut. Jetzt kann man sagen, das erste Nier, das war ja gameplaymäßig auch totale Scheiße. Schlimmer. Ist ein bisschen übertrieben. Also ich fand es nicht so schlimm, aber es war nicht gut vom Gameplay her. Es hat funktioniert, aber es war nicht gut. Und das macht das schon sehr viel besser. Also, aber, aber es steht Platinum Games drauf, nochmal, verdammt. Und ja, mit anderen Platinum-Spielen kann sich das überhaupt nicht messen lassen. Hätte weicher sein können. Ja, und auch eine Steuerung. Irgendwie noch ein, weiß ich nicht, irgendwie noch ein schönes Gimmick, was gut reinpasst. Und etwas mehr Abwechslung oder so. Goldene Sägeringe überall. Mehr zu tun. Ne? Zum Einsammeln und ja, auch mehr zu finden, mehr Dialoge vielleicht an manchen Ecken. Ja, und nicht alles fünfmal absuchen. Das hat mich auch angekotzt. Oh, ja. Da rede ich mit dem und der sagt, geh da und dahin. Sag ich, muss ich schon wieder dahin? Da war ich eben, habe ich keinen Bock. Lass mich mit deinen Sidequests in Ruhe, habe ich keine Lust. Ja, und was ihr vorhin so kurz noch angesprochen habt, und wenn ich mich richtig erinnere, war das auch ein großer Kritikpunkt, dass man das Spiel 3-5 Mal durchspielen muss, wenn man die ganze Geschichte erfahren möchte, oder? Nicht ganz. Zweite Durchgang ist sehr ähnlich wie der erste, nur mit einer anderen Figur, also aus einem anderen Sichtpunkt. Du kriegst auch viel Neues schon da geboten, und der dritte Durchgang ist komplett neu. Also ich würde nicht sagen, du musst das gleiche Spiel 3-mal durchspielen, das stimmt nicht. Und da kommt das dann auch zu geilen Twists. Und dann kommt aber am Ende, glaube ich, kommen dann noch einige verschiedene Endsequenzen, die man freischalten kann. Ich glaube, 3 oder 2, ganz am Ende nochmal. Ich weiß nicht mehr, ich muss gestehen, ich habe auch nicht alle geholt, weil ich war dann irgendwie angepisst von irgendwas und hatte dann keine Lust mehr auf das Spiel. Wenn du das Ende einmal durchschaust, dann bekommst du eine Missionsliste freigeschaltet. Genau. Und dann kannst du direkt am Ende wieder ansetzen und kannst dich anders entscheiden und das andere Ende sofort ansehen. Ich weiß.
Hatte ich keinen Bock zu. Ach so. Ich habe die alle gemacht und ich habe auch am Ende dieses Credits-Dings habe ich komplett durchgezogen. Da kommen ja die Credits runter und ihr müsst mit so einem Shooter alle Dinger wegschießen. Aha. Und das war unglaublich schwer und lang. Hast du was gemacht? Ich glaube, oder? Das kommt, glaube ich, auch beim normalen Ende, oder? Das kommt mir bekannt vor. Sobald du zu Ende hast, kommen dann die Credits und du musst dann die ganzen Credits wegballern und die Credits schießen auf dich. Das kommt mir bekannt Shooter. Vor. Und ich bin da so oft gestorben und ich dachte mir, das fängt das wieder von vorne an? Gibt es überhaupt ein Ende? Wollen die mich gerade verarschen? Kannst du dann auch sterben oder was? Stirbst du andauernd. Und dann fängt das wieder von vorne an, die Credits oder schon. Was? Dann musst du die ganzen Credits nochmal von vorne durchballern. Aha. Ist ja eine witzige Idee. Und dann irgendwann kamen plötzlich andere Raumschiffe zur Hilfe und deshalb der ganze Bildschirm war voll und plötzlich habe es geschafft. Und dann steht dann, dass diese anderen Raumschiffe, die mir zur Hilfe kamen, das waren andere Spielstände von anderen Spielern. Aha. Und ich wurde gefragt, ob ich das auch machen möchte. Und zwar meinen gesamten Spielstand löschen, alles tilgen, damit mein Spielstand jemand anderem helfen kann als Raumschiff. Okay, das hatte ich nicht, weil das kommt wirklich nur, wenn du das komplett durchspielst. Das ist ja Tradition bei Nier. Beim ersten Nier, wenn du es komplett durchspielst, musst du auch im Ingame, in der Story ist das so, dass deine Existenz getilgt wird. Und das finde ich ganz geil. Das Spiel löscht dann alles von dir. Also deine Spielstände von der Festplatte. Finde ich eigentlich eine sehr geile Idee. Das ist schon krass. Verrückt, aber. Aber ja, so. Also wenn man schon alles abgespielt hat, kann man das ja eigentlich machen, oder? Ja, man hat, also beim ersten Nier hat man zu dem Zeitpunkt auch alles gesehen. Ja, ja. Und bei Nier Automata würde ich sagen, wenn dann alles gelöscht wird, dann sei es drum. Ich meine, so komplex ist das Spiel nicht. Wenn du es dann unbedingt nochmal spielen willst, dann spielst du es halt von Anfang an, würde ich sagen. So eine Missionsliste ist allerdings praktisch natürlich, wenn du Aufnahmen machen willst. Da würde ich dann zweimal überlegen, ob ich den Spielstand lösche. Kann man nicht einfach vorher den Spielstand in die Cloud legen? Kann man machen, ja. Ja. Das geht. Wisst ihr, man kann schon Backup machen. Ja. Das habe ich bei Mummy Demastered zuletzt auch gemacht. Kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ja, wie ist es denn bei dir zum Beispiel? Du hast ja bestimmt auch dieses Jahr was gespielt. Reden wir nicht nur über meine Spiele, sondern was war dein Highlight? Was war dein größter Aufreger? Bei mir? Ja, ja. Kommen wir erstmal zu einer Enttäuschung noch. Da fühle ich mich gerade wohl. Meine große Enttäuschung war, ich hatte zwei, aber die größere, glaube ich, war Yakuza Zero. Mhm. Und zwar, also ich bin großer Fan der ganzen Reihe, aber Yakuza Zero hat mir gar nicht gefallen. Das ging ja total an mir vorbei. Was war denn daran anders als bei den anderen zum Beispiel? Also, ich glaube, erstmal habe ich ein bisschen Ermüdungserscheinung, aber da kann das Spiel nichts für. Und die größte Änderung war, es gibt keine Erfahrungspunkte mehr, es gibt jetzt Geld. Und also es gab schon in den anderen Teilen Geld, wenn du jemanden auf die Fresse gehauen hast. Mhm. Aber da gab es, also bei Yakuza Zero gibt es gar keine Erfahrungspunkte, da gibt es nur Geld und mit Geld levelst du auch auf. Und das ist okay, aber es wird nachher so absurd teuer aufzuleveln, das kannst du mit normalen Kämpfen gar nicht reinholen, die Knete. Und dazu gibt es dann ein Business. Es gibt zwei Spielfiguren. Es gibt den altbekannten Kiryu Kazuma. Der ist der Held von den anderen Teilen. Und das ist eine Vorgeschichte. Es spielt in den 80ern. Und dann gibt es noch einen Fanliebling, Majima Goro. Der ist zum ersten Mal spielbar. Und jeder von denen hat dann ein Business. Kiryu leitet, es ist so lange her, dass ich das gespielt habe, der leitet quasi eine Immobilienfirma und das ist dann so ein bisschen wie ein Minispiel, das kannst du aber nebenher machen und damit kannst du Unmengen an Knete verdienen und diese Knete dann darin versenken, aufzuleveln. Und bei der anderen Figur, bei Goro, ist das so, dass du einen Hostessclub leitest und das ist schon ein bisschen aufwendiger, finde ich, das kannst du nicht mal eben nebenher machen. Verdienst auch Unmengen an Kohle, aber da musst du wirklich, es fühlt sich irgendwie wirklich wie Arbeiten an. Und das Ding ist, dass so der Zweck der Kämpfe absolut eliminiert wird. Und für mich lebt die Yakuza-Serie auch von den Kämpfen. Also du kannst natürlich, die Kämpfe in der Story musst du machen,
Aber in den anderen Spielen bin ich gerne mal einfach durch die Straßen gelaufen und habe mir Streit gesucht. Also du kannst nicht jetzt wie in einem GTA rumlaufen und anderen auf die Schnauze hauen, aber du kannst rumlaufen und irgendwann sind irgendwelche Halbstarken, die gucken dich dann an, kommen an, ey, was bist du denn? Und dann machst du mal eben Knick-Knack, haust den auf die Schnauze und levelst nebenher noch ein bisschen auf. Und das kannst du in Yakuza Zero vergessen, weil die Knete, die du durch Kämpfe bekommst, das reicht hinten und vorne nicht. Und so gesehen bin ich durch das Spiel gerannt und bin allen Kämpfen aus dem Weg gegangen, bis auf die Story-Kämpfe. Und das ist für mich einfach, so soll es eigentlich nicht sein. Und ich fand die Story auch nicht besonders gut. Also sie war okay. Ich fand die letzten Stories in den Yakuza-Spielen auch nicht so richtig gut. Aber richtig schlimm war, die Story sollte eigentlich so ein bisschen die Herkunftsgeschichte der Figuren erklären. Besonders von diesem Goro. Und dieser Goro ist so ein bisschen so eine Art Anti-Held in den anderen Spielen. Der hat das Herz am rechten Fleck, aber kommt rüber wie ein irrer Spinner, der ja eben den Helm mit dem Messer angreift oder mit einer Baseballkeule und sich einfach nur mit dem prügeln will, weil er Bock drauf hat. Also der ist richtig absolut durchgeknallt. Und dann dachte ich, gut, vielleicht erklärt das Spiel denn, warum der so durchgeknallt ist, denn das ist der am Anfang nicht. Aber das Spiel erklärt's nicht. Das Spiel serviert dir die Story vor und du denkst am Ende, jetzt weiß ich immer noch nicht, warum der so durchgeknallt ist. Und auf einmal kommt dann eine Sequenz, die Endsequenz, wo er dann sich entscheidet, okay, dann bin ich halt irre. Und ich saß dann, was ist das denn? Was ist das denn? Wie faul waren denn bitte die Autoren? Das ist schade. Und das alles zusammen, das hat mich einfach, also boah, das war so ein schaler Nachgeschmack. Es ist noch immer ein nettes Spiel, das kann man nicht, also es ist kein schlechtes Spiel. Aber ich habe fast alle Teile vorher gespielt, ich habe die PSP-Teile nicht gespielt und den letzten Samurai-Ableger nicht. Und sonst habe ich alle Teile gespielt und dann kommt dieses Zero, was ein geiles Setting hat, wie gesagt 80er. Und da laufen dann alle mit geilen Klamotten rum und du hörst überall geile Mucke. Und da verstehe ich auch diese Geldsache, weil in den 80ern war ja alles auf Geld fixiert, ne? Wall Street und so. Mhm. Da verstehe ich da schon, dass das Spiel quasi alles so aufs Geld runterbricht, aber es hat nicht ganz funktioniert. Es war für mich nicht gut gedacht. Ja, wenn es als Belohnungssystem nichts taugt, dann ist es natürlich verschenktes Potenzial. Das macht ja dann die Kämpfe unspaßig. Ja, eben. Das ist, also du kannst natürlich rumlaufen und wenn dich irgendjemand anmacht, kannst du schön prügeln, aber es bringt nichts. Du kriegst Items, aber Items kann ich mir auch kaufen. Denn ich habe genug Geld, weil ich in einer Immobilienfirma leite. Ich habe gerade zufällig den Test auch offen, weil ich habe ja diese ganze Release-Liste, da habe ich es gerade gefunden. Da sehe ich, wie ein Typ mit dem Fahrrad Leute verdrischt. Ja. Das sieht schon richtig lustig aus. Das ist geil. Du kannst alles in den Kämpfen benutzen. Du kannst auch ein Motorrad nehmen und den Leuten auf die Schnauze damit hauen. Oder du hast auch verschiedene Waffen, kannst du mitschleppen. Du kannst Waffen kombinieren. Es gibt viele Finisher. Also das Kampfsystem ist nicht allzu tief, aber es funktioniert. Es sieht geil aus. Es macht Spaß. Es ist ein echtes Videospiel, sage ich immer. Also das ist nicht nicht irgendwie mit, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Sequenzen zugeballert. Also in den Kämpfen, da gibt's ab und zu, wenn du so Finisher machst, ist da eine kurze Sequenz. Aber das fühlt sich noch so richtig oldschoolig an, das mag ich. Aber nicht so viel Quicktime. Genau, ja. Aber ja, irgendwie war das. Und jetzt kam ein paar Monate später kam noch das Remake von Teil 1 raus, Yakuza Kiwami. Das habe ich mir auch direkt gekauft. Das kam im August, aber ich habe es noch nicht einmal in der Konsole gehabt. Ach, weil habe ich gesagt, also ich weiß, dass ich spiele und ich mache dann lieber, wenn ich wirklich Bock drauf habe. Ich arbeite auch gerade meinen Stapel der Schande ab. Ja, das habe ich ja aufgegeben ein bisschen. Also ich habe so viele Sachen, die da liegen und ich sag, wenn ich Bock drauf habe, dann spiele ich sie, wenn nicht, naja gut, dann liegen sie da rum. Aber ich finde es meistens nicht so schlimm, weil ich dann den Publisher oder das Entwicklerstudio unterstützt habe. Und wenn das ein kleines Studio ist, finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Lass uns mal dieses Thema Stapel der Schande oder wie man das nennen möchte, mal für später lassen. Das steht ja auch auf der Liste unserer Fragekataloges. Mhm.
Timo, wolltest du noch was zu Yakuza sagen oder Gonzo? Ich kann dazu ziemlich wenig sagen. Ich kenne das also, jetzt nicht. Ich würde auch so nicht sagen. Viele, die für die das erste Yakuza war, die fanden es endgeil. Mhm. Das habe ich so oft gelesen. Was findest du daran schlecht? Das ist so geil und du kannst dies und das. Und ich sage, ja, die Grundmechaniken sind alle da. Es ist auch immer noch ein gutes Spiel. Aber im Gegensatz zu den anderen fand ich es nur so, ja, so mittelprächtig. Für Neuanfänger ist ja alles neu. Alles neu. Ja. Haben das alles noch nie gesehen. Genau, der Neuanfänger findet auch Dark Souls 2 geil. Oh, ich finde Dark Souls 2 geil. Ich auch. Ich mag es auch. Aber wenn man die anderen gespielt hat vorher oder so, dann weißt du natürlich, ja, okay, ja. Also ich habe mehr Spaß an Dark Souls 2 immer noch als an Dark Souls 3. Hatte ich nicht. Mir gefällt es auch. Mehr Möglichkeiten in Dark Souls 2. Ja? Naja, ja. Meine zweite Enttäuschung, nur ganz kurz, war For Honor. Ja. Von Ubisoft, dieses, ich will nicht Simulation sagen, diese Schwertkampf, Schwertkampfspiel? Aktion, Action, Multiplayer, Schwertkampf, oder? Ja, also, in der Fast-Ego-Perspektive, ne? Ja, das ist Third schon Person. Über die Schulter. Das ist schon über die Schulter, aber sehr nah über die Schulter. Ja. Und ich habe damals auf der E3, wo es vorgestellt wurde, sagte ich, geil, das ist genau mein Ding. Sieht ein bisschen aus wie Dark Souls, Multiplayer mit Samurai, Wikinger und Rittern, geil. Aber letztendlich fand ich das Kampfsystem absolut grottig. Und online lief das richtig beschissen. Und dann habe ich ein bisschen Story-Modus gespielt, das war aber langweilig und dann habe ich es geschrankt. Also ich fand das Gameplay ziemlich gut. Nur es bot wenig Abwechslung, oder? Fand ich. Also ich fand stellenweise unlogisch. Ich kann jetzt nicht mehr ins Detail gehen. Ich habe es ziemlich verdrängt. Das Gameplay unlogisch? Ja, ich fand viele Sachen da, dachte ich, jetzt müsste man eigentlich dies und das und was das denn, verbinden. Was denn genau? Meinst du jetzt die... Also es hatte ja wenig Gameplay. Du hast da gegen andere gekämpft, ne? Und das was es dafür, wo es nein, für das, was es bekannt geworden ist, ist ja eigentlich diese wählbare Zonen, auf denen du schlägst, also mit dem Schwert schlägst. Ne? Das fand ich auch gut, aber ich fand alles in Verbindung, also das Kampfsystem an sich fand ich, da hat nichts gut ineinander gegriffen. Das mit den Zonen anwählen, das fand ich keine schlechte Idee. Mhm. Wie gesagt, ich kann gar nicht mehr so ins Detail gehen. Ich habe das nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass ich das Kontern sehr schlecht fand. Ich fand schlecht, dass man quasi keine richtigen Kombos machen konnte. Also du konntest schon zwar eine Abfolge machen, aber der Gegner konnte die blocken. Und das ist für mich kein Kombo. Und aber es hat auch ein bisschen zu überkompliziert. Es hat versucht, ein realistisches Schwertkampf zu simulieren und dabei noch ein flüssiges Spielgeschehen zuzulassen. Genau, aber dann soll mir das Spiel nicht sagen, hier, der Combo geht, weiß ich nicht, Kreis, Kreis, X, vorwärts oder so, wenn ich gar nicht quasi, wenn davon nicht alle Schläge treffen, denn das ist kein Combo. Ein Combo ist, du triffst einmal und du triffst die andere Abfolge auch noch. Also der Gegner muss schlucken, wenn der erste Treffer sitzt und das hatte das Spiel nicht. Der konnte mit dem ersten Hieb konntest treffen und den zweiten konnte er direkt blocken. Das hatte ich ein paar Mal erlebt. Vielleicht lag es auch nur daran, vielleicht hat es geleckt oder so. Ich habe das jetzt nicht groß getestet. Aber das war, glaube ich, mein größter Kritikpunkt. Und das alles, es war für mich einfach nicht so rund. Und das fand ich sehr schade. Ich fand die Idee, fand ich super. Ich mochte das Setting. Ich fand es gar nicht so schlimm. Optisch war das auch der Knaller, ne? Ja, und Story fand ich nett. Darüber habe ich mich auch gar nicht echauffiert, dass das mehr so eine man so aufgesetzt wirkte nicht. Alles. Das du hast das Spiel
ganz gespielt oder die Kampagne, sagen wir mal. Also ich kenne nur die Beta. Ich habe nicht das Spiel gekauft, aber ich habe das Spiel gespielt, dadurch, dass ich die Beta gespielt habe. Also ich habe es nicht ganz durch. Ich hatte, glaube ich... Ja, aber wenn du die Story ansprichst... Eine habe ich komplett durch. Meinst du die Kampagne, ne? Ja, genau, ja. Aber das ist auch nicht das Herz des Spiels, ne? Nö, genau, aber viele regen sich ja darüber auf, dass die Kampagne so hingeschludert wird. Und dann sage ich, nö, ich fand's nett, aber Multiplayer war dann auch das Wichtigere. Ja. Aber der hat für mich nicht funktioniert, weil irgendwie, wenn mal jemand da war, das fand ich auch komisch, da war total wenig los. Und wenn man jemanden gefunden hat, dann hat das alles geruckelt. Mhm. Naja, und ne, das Core-Gameplay hat mir nicht zugesagt. Mhm. Also das zu den kurzen Kampagnen, das ist ja irgendwie gerade modern, ne? Dass alle Spiele, die eigentlich im Kern ein Multispiel sein wollen, ob Destiny, ob Call of Duty, glaube ich, Battlefield, For Honor ist auch in der Liste, haben so ein Alias-Kampagne-Modus, habe ich das Gefühl, nur, ne? Um auch den Einzelspieler eine Motivation zu geben, das doch auch dann aus dem Grund zu kaufen und eventuell das dann auch mit mehreren zu nutzen, ne? Weil im Multiplayer muss man sich ja schon, also man muss bei der PlayStation 4 muss man PS Plus Mitglied sein. Ja. Und dann nach am besten auch ein paar Leute kennen, mit denen man das zusammen zockt, weil das immer dann auch noch mehr Spaß bringt, finde ich. Das und wenn man sich dann noch zusätzlich abspricht oder so. Bei For Honor fand ich das ja auch sehr deutlich, dass es ein großer Vorteil ist, wenn man sich absprechen kann, ne? Ja. In den Kämpfen, ja. Ja. Wie viel habt ihr eigentlich auf der Liste? Habe ich gebe zu, ich habe sehr schnell mit der Frage gestartet. aber was habt ihr denn so auf der Liste? Also ich habe 26 Spiele auf der Liste. Ja. aber über die müssen wir nicht alle ausführlich reden. Dann ist gut. Ja. über wie viele müssen wir reden? Von 26? Am besten finden wir was, wo wir gemeinsame Erfahrungen mit den Spielen haben und können die ja gerade dann abhandeln. Die man am wichtigsten hält, finde ich. Ja, würde ich auch sagen. Wie viel hast du auf der Liste, Gonzo? Ich habe selbst jetzt gar keine Liste gemacht. Nein. Ich habe nur diese Release-Liste von diesem Jahr, wo ich grob drüber gucken kann, was ich davon gespielt habe, was nicht. Ja. Und wo ich dann auch gerade Informationen rausziehen kann, wie ich merke, weil das alles verlinkt ist mit Spielbeiträgen. Okay. Ja, das ist auch gut. Auf meiner Liste sind 21 Titel, wobei auch viele so Demos waren. Beta waren, glaube ich, 2. Ich glaube, ich bin dran. Ja. Oder? Habt ihr schon über vorne alles gesagt, ne? Ja. Ich habe dieses Jahr Bloodborne gespielt. Und zwar im Januar, glaube ich, zu Ende gespielt. Im Januar habe ich das durchgespielt. Und das war auch ziemlich mein einer der ersten Spiele auf der PS4. Ich habe die PS4, glaube ich, im Dezember letztes Jahr oder im November bekommen. Und irgendwann Dezember wahrscheinlich Bloodborne gekauft. Und ja, ich fand das sehr gut. Finde ich ja immer noch. Besonders so mit dem Effekt, dass ich vor kurzem erst die PS4 hatte und dann die optischen Merkmale da von der Current Gen dann vor mir hatte. Und natürlich zieht man dann immer
vergleiche mit Dark Souls. Und die sind bei Bloodborne im Game-Technischen sehr stark. Wobei das ich als als Pluspunkt ansehe, weil From Software nicht sich immer wieder an das Gleiche hält und dann nur einen optischen Veränderungen macht, sondern auch im Kern versucht, die Sachen anders zu machen und neue Techniken, neue Spieltechniken einzubauen. Und bei Bloodborne war sogar quasi alles anders, ja? nur die Spielweise erinnerte an Dark Souls. Und das finde ich so sehr, sehr bemerkenswert, ne? Dass man dadurch ja als Souls-Spieler eine schnell connecten kann mit dem Spiel, ne? Und sich es praktisch spielen kann, ne? Also vom Technischen her. Von der Spielbarkeit beherrscht. Ne? Genau, wenn du dich einmal umgewöhnt hast und kapiert hast, ja. Scheiße, die Taste ist nicht mein Schild, sondern meine Schusswaffe. Ja. dann geht's ganz gut, ja. Wobei, genau. Die fehlende Rolle hat mich immer gestört. Dieses Weghuschen, nenne ich das jetzt mal, was das Ausweichen ist, das hat mich immer tierisch genervt. Irgendwie hat das für mich nicht so gut funktioniert wie die Rolle. Nein. Aber ich habe mich schnell dran gewöhnt. Also ich glaube, das war in ein, zwei Stunden habe ich mich dann schon dran gewöhnt, auch ohne Schild zu spielen. Und das Setting hat mir auch sehr gut gefallen. Die Levels, das war natürlich nicht mehr Dark Souls 1, ja. Wenn du schon vorhin von Dark Souls 2 gesprochen hast, ist das bei Bloodborne auch nicht mehr so stark miteinander verbunden alles. Man teleportiert ja auch teilweise. Oder immer? Nee, immer, na klar. Von der Hub-Welt teleportiert man ja immer dann zu den vier oder fünf anderen Gebieten, ne? Ja, wobei du schon ein paar Zusammenhänge hast. Also ich weiß noch, ich hatte so einen Mega-Aha-Effekt, wo man, ich glaube, von diesem einen Wald diese irre lange Leiter hochgeht und auf einmal komme ich wieder ganz am Anfang raus. Mhm. Das fand ich schon so, oh krass. Ja, da war was. Ja. Bei mir ist schon fast ein Jahr her. Aber da war man, was, ich, man muss doch in dieses Haus, in dieses Krankenhaus später rein. Ne? Aus ja, dem Wald genau. Musst du so ah, Weg das, genau, die Leiter, ja, stimmt. Und bist dann plötzlich am Anfang im Krankenhaus. Wo unten man vergiftet wurde, genau. Da gibt es so viele versteckte Sachen, wann du wo irgendwo hingehen darfst, damit du irgendwie triffst und diese ganzen Nebenquests. Ich habe ja nicht alle Teile gesehen. Ich habe ja später gesehen, hinterher gesehen, bei Jodo. Bei Jodo habe ich dann gesehen, dass ich ein Gebiet verpasst habe. Das ein Schneegebiet, wo man mit einer Kutsche hinkommt. Ach so, ja, das war geil. wie hieß denn das noch? Das habe ich ganz verpasst. Blablahurst hieß das, ne? Kanehurst. Kanehurst, ja, genau. Oder ich habe gesagt Castlevania. Ja, es sah aus wie Castlevania. Warum nicht? Ja. Also ich hab Bloodborne ja durch. Ich habe es platiniert. Ich habe auch den Platin-Run auf meinem Kanal gemacht. Direkt von Tag 1 an. Ich habe das Spiel gekauft, habe es privat angefangen zu spielen und direkt danach das Let's Play angefangen. Ich habe es also simultan zweimal gespielt, um auch wirklich alles zu finden. Habe mir alle Informationen aus dem Internet geholt, um sofort ein Let's Play zum Platin. Also ich wollte kein Platin machen, auf gar keinen Fall. Wurde es dann doch, weil ich einfach so viel plötzlich geschafft habe. Und ich habe es wirklich tot gespielt. Also es ist ich bin froh, dass ich damit durch bin. Und was ungewöhnlich ist, weil Dark Souls zum Beispiel, ich habe Dark Souls 1 habe ich auch platiniert, habe mir danach die PC-Version gekauft und die auch noch mal platiniert, weil ich einfach so Bock drauf hatte. Und das spiele ich bis heute immer wieder, Dark Souls. Mhm. Auch Dark Souls 2. So geht's mir auch.
Dark Souls 2 habe ich zwar nicht platiniert, aber mit den DLCs zum Beispiel noch, da kam noch so viel Neues dazu an Ausrüstung, was das Gameplay über den Haufen wirft und Sachen neu macht. Geil, finde ich das einfach. Aber Bloodborne, das bietet einfach nichts mehr. Ich habe das platiniert und ich habe alles, was es gibt, eingesammelt. Dann bekomme ich an allen Ecken und Enden einfach nur Munition und Blutfiolen und ich verliere einfach nur Munition und Blutfiolen. Und wenn ich anderen Leuten helfe, verliere ich Blutfiolen und bekomme aber nichts dafür und musste wieder grinden gehen. Und das war der größte Kritikpunkt, was mich am meisten genervt hat. Und vor allem am Anfang hatte man ja so wenig Blutfiolen. Man konnte nur ganz wenig auch auf Vorrat haben. Ja. Inzwischen sind es, glaube ich, 600, ne? Bis sie es gepatcht hatten, genau. Ja, die haben es inzwischen gepatcht, aber das war so bescheuert. Du kannst nicht online spielen, wenn du dann keine Heilung mehr hast und die wieder grinden musst an einer Stelle. Und das war zum Kotzen. Ja, also das hat mich dann so genervt. So ein bisschen an Demon's Souls erinnert, dass du wirklich deine Heil-Items farmen musst. Aber bei Demon's Souls hatte ich irgendwie trotzdem die Probleme. Weil du viele Sorten hattest. So viel Kraut hatte ich. Also da hätte man Angst haben müssen, dass die Bullen gleich reinplatzen, weil die denken, du hast so viel Gras da. Da hattest du ja, glaube ich, 5 verschiedene Kräuter, die du haben konntest. Ja, die konntest du 99 hochbringen. Das war dann kein Problem. Ja, und bei Bloodborne, genau, da hattest du gerade am Anfang so einen Mangel an Heil-Items. Oder auch an Kugeln. An Waffen auch, ne? Ja, also das ist mein größter Kritikpunkt, dass du immer nur also die Waffen sind alle geil. Du hast auch sehr viele Möglichkeiten damit. Allein, dass es Transformationen gibt, das ist total geil. Aber alles in allem hast du nicht so viel Waffen. Deine Ausrüstung bringt überhaupt nichts. Also es ist fast scheißegal, ob du jetzt eine Kutte anhast oder in Lederhosen rumrennst. Es gibt verschiedene Builds, aber das ist alles nicht so. Das hat mich auch gestört. Das ist nicht so geil wie in Dark Souls. Wenn du bei Dark Souls da ist nicht so viel Abwechslung, ne? Also genau. Unterschiede, ne? Was die Ausrüstung betrifft. Wenn man bei Dark Souls andere Leute sieht oder beschwört, dann fragst du dich, geil, wo hat denn der die Waffe her? Oder was ist das denn für ein Outfit? Oder wie spielt der denn? Das ist ja geil, ja. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Hast du bei Bloodborne fast nicht gehabt. Aber habt ihr Bloodborne auch mehrmals gespielt? Also ich glaube, weil einige Ausrüstungsteile... Bloodborne? Ach so, du hast das platiniert. Ja. Ich habe es nur zweimal durchgespielt. Aber wie ist das denn dann? Gibt's da nicht diese krasse Ausrüstung dann, wenn man das im NG Plus 3 spielt? Du kriegst in den Dungeons irgendwo noch extra Ausrüstungen, aber... Die haben nur ganz, ganz kleine Änderungen drin. Also ganz Dungeons, kleine Werte drin. Dungeons fand ich schnell irgendwie langweilig, weil man immer nur da drin läuft und die und musst du für die Trophäen ja auch machen. Das war so ein Abarbeiten, ne? Ja, fand ich auch. Und die Klauen muss man ja finden, diese geilen Klauenwaffen. Welche Klauenwaffen? Wofür? Ja, genau, Diese besondere Waffe, diese Wolfsklauen, die man sich quasi transformieren kann. So ich habe gehofft, dass man sich transformieren kann, aber das kam ja dann erst im DLC. Ja, genau. Das war in den Dungeon, oder? Diese Klaue, ne? Ich glaube, die hatte ich auch. Aber auch grauenvoll schwer. Und andere Jäger, wie oft man diese Jäger schlagen muss, damit die auf den Boden gehen. Aber selber darf man nur 3 Schläge einstecken oder nur 2, nach dem dritten ist man tot. Das hat mich am Ende so angekotzt, nach so vielen Spieldurchlaufen, dass ich einfach keine Chance habe, dass ich nur noch ausweichen bin. Das macht einfach keinen Spaß. Und das hat mir auch Dark Souls 3 ein bisschen verhagelt. Die haben nämlich sehr viel von der Spielmechanik übernommen. Zum Beispiel das Blocken funktioniert kaum noch. In Dark Souls 3 kannst du kaum noch blocken. Ach, das fand ich nicht. Da hatte ich nicht so Probleme mit. Aber du hast recht, es ist ein bisschen, also sie haben natürlich die Geschwindigkeit erhöht, das stimmt schon. Und du hast quasi ja auch Special Moves bei Dark Souls 3. Dafür haben sie ja nicht mehr dieses Dual-Wielding drin von den Waffen. Aber du hattest zum Beispiel bei Dark Souls 1 die Möglichkeit, deinen Blocken so dermaßen zu pushen. Da gibt es diesen großen Lava-Dämon, einer mit Riesenarsch, unten in diesem Lost Isolith, gelben Wand. Weißt du, wo ich gerade dran bin? Dieser Raum mit den ganzen Wurzeln drin und hat da so eine riesige Keule. Ja. Und wenn du da reingehst, der kommt auf dich zu, macht einen Schlag von oben und haut dich platt. Du kannst aber auch, wenn du ein stinknormaler Magier bist, kannst du trotzdem eine dicke Rüstung anziehen, dir ein Schild mit richtig viel Haltung holen. Du gehst rein, hältst das und durch das Poise, durch das Balancing,
oder Balance heißt das, ne? Von der Rüstung. Das stärkt nämlich deine Schildverteidigung und damit kannst du sogar diesen Riesenschlag abblocken. Und damit bist du enorm im Vorteil, wenn du diesen Trick kennst. Das geht einfach nicht mehr. Du hast nämlich dieses Poise funktioniert nicht mehr bei Dark Souls 3. Ja, kannst das ist beschissen. Kannst du nicht mehr verstärken. Aber also seid ihr jetzt bei Dark Souls 3 angelangt? Habt ihr das dieses Jahr gezockt? Ja, also nein. Nein? Den letzten DLC habe ich gespielt dieses Jahr. Ja, okay. Also Dark Souls 3, nur mal kurz Bloodborne. Also Bloodborne ist ein fantastisches Spiel, aber ich finde auch von den, wenn wir es jetzt zu den Souls-Teilen zählen, von From, würde ich auch sagen, ist für mich auch der Schwächste. Fantastisches Spiel, aber für mich persönlich trotzdem der Schwächste. Mhm. Es ist halt sehr casualisiert. Es hat weniger Mechaniken, es ist leichter zu spielen, es ist aber arschschwer, wenn man wirklich einfach nur auf Ausweichen und auswendig lernen getrimmt ist. Genau, ja. Viele sagen ja, wenn du Dark Souls nicht magst, probier Bloodborne und das ist ein bisschen einfacher. Und ich denke mir, naja, es ist einfacher zu durchschauen, aber du kriegst eigentlich viel mehr den Arsch aufgesetzt. Also, weiß ich nicht. Ich kenne jemand, die ist an den Souls-Reihen über Bloodborne reingekommen. Ne? Und die hatte immer davor Angst, die Souls-Spiele zu spielen, weil man Souls-Spiele als die allerschwersten Motherfucker-Games bezeichnete. Und Bloodborne war dafür bekannt, dass es ein bisschen leichter zugänglich war und dann hat sie es versucht und seitdem ist sie ein großer Dark Souls Spiele-Fan. Also meine Frau kam gar nicht drauf klar. Komplett? Die wollte immer Dark Souls spielen, dann kam Dark Souls 2 und dann hat sie es probiert. Am Anfang auch oft gescheitert beim ersten Boss, bei dem Last Giant. Ja. Aber irgendwann nach einem, keine Ahnung, 12. Mal hat sie es raus und hat dann erledigt, ohne einmal getroffen zu werden. Und dann war die gehuckt. Und der Weg dahin ist ja auch nicht so schwer. Im Vanilla Dark Souls 2, jetzt nicht die Scholar of the First Sin Edition, die finde ich schwieriger. Und sie hat komplett Dark Souls 2 durchgespielt, dann kam Dark Souls 3. Da musste ich ihr dann öfter helfen, aber das hat sie auch durchgespielt. Und zwischendrin Bloodborne probiert, keine Chance. Überhaupt keine Chance. Kein Schild, ne? Genau, kein Schild, aber das Ausweichen hat für sie auch nicht so gut funktioniert. Es war alles ein bisschen schneller. Du hast am Anfang auch keine große Auswahl. Also du hast quasi drei Schlagwaffen zur Auswahl, während du bei Dark Souls sagen kannst, ich gehe jetzt direkt auf Magie am Anfang. Es funktioniert auch nicht bei jedem Teil, aber bei den meisten. Ja. Gab es da Tricks, die man rausspielen konnte. Aber gerade das, dass man kein Schild hatte und sich ein bisschen umstellen musste und dann mehr in Reflexe schulen musste oder abspielen musste, fand ich das als... Kann man auch bei Souls machen, aber muss man nicht. Man wählt immer den leichtesten Weg. Ne? Und erst bei Bloodborne habe ich dann, weil ich das musste, dann das auch gemacht und zu schätzen gewusst, ne? Weil man wieder umdenken musste und sich das erstmal antrainieren musste, dieses Wegrollen und nicht mehr blocken. Hat ja dann auch gut funktioniert. Also es macht ja auch schon tierisch Spaß. Also tolles Spiel, keine Frage. Ja. Also ich werde Bloodborne auch nochmal spielen, aber viele Sachen haben mich einfach gestört, die bei Souls besser gelöst sind. Und ich finde aber auch nichts, wo ich sage, Bloodborne hat das und das besser gemacht als die Souls-Spiele. Nee, anders. Darum geht's also, es geht darum, glaube ich, auch nicht. Ne? Also ich glaube, es geht darum, dass es anders, was anderes machen wollen. Ne? Und das muss man, glaube ich, anerkennen an den From Software-Spielen, dass sie, auch wenn das in der Reihe Souls ist, dass sie bei jedem Titel etwas verändert haben im Gameplay, ne? In der Technik. Das war ein abgemagertes Gameplay. Das ist ja kein groß anderes, sondern es ist einfach nur weniger von dem, was man kennt. Es ist nur weniger. Ja, aber das würde ich nicht ganz sagen. Also es ist schon teilweise einfach anders.
Ich habe vorher ausgewichen also, bei Souls-Spielen. Ja, klar, Gegner, aber du konntest halt mit die Schusswaffen haben noch mal ein bisschen was reingebracht. Und es war halt allgemein schneller. Du hast die Mechanik, dass du schneller, Lebensenergie zurückbekommst. Wobei, das habe ich nicht so oft benutzt. Ja, das sind so Details. Ich hätte noch ein paar Dinge anders machen sollen, ja. Mhm. Also noch ein bisschen mehr abheben. Mehr Belohnungen auch. Andere. Genau, ja. Aber alles in allem, also es war schon gut, es hat auch funktioniert, nur ja, ich finde jeden Souls-Teil finde ich besser als Bloodborne. Ja. Okay. Aber es war auch die Casual-Schiene. Sony hat sich bestimmt gedacht, wir machen das als großes Verkaufsargument, als System-Seller. Und das wird komplett auf Deutsch übersetzt, damit es auch wirklich jeder verstehen kann. Ja, das fand ich auch ulkig. Aber musste ja. Als System-Seller für so ein richtiges Casual-Spiel brauchst du halt einfach die deutsche Sprachausgabe, weil damit holst du auch die ab, die wirklich kein Englisch verstehen. Ja. Ist das bei Dark Souls 3 denn immer noch oder weiterhin auf Deutsch ist nur alles? Ist nur Englisch? Das ist wieder Englisch, ja. Aha. Das hatte bei Souls Tradition, auch das allererste Spiel Demon's Souls war in Englisch, auch in der Asia-Version, weil es einfach besser klingt. Das war einfach aus künstlerischer Aspekt, dass es Englisch gehalten wurde. Es war es ja auch mehr oder weniger für den Westen entwickelt, Demon's Souls. Na, es spielt ja auch in einem alten Europa oder so. Es war aber nur Asia-exklusiv. Es sollte nie in den Westen kommen. Trotzdem das stimmt, das stimmt, weil Sony dann irgendwann gedacht hat, oh Gott, das ist ja hier eine Scheiße, das will ja niemand spielen. Ja. Deswegen, nee, das bringen wir doch nur in Asien raus. Genau, aber ursprünglich war das gedacht, wir machen jetzt hier ein westliches, in Anführungsstrichen, westliches Rollenspiel für, also weltweit. Auf jeden Fall sehr schön, die englische Sprachausgabe bei Demon's Souls schon. Ich habe da übrigens auch ein Video zugemacht, wo ich im Intro mich drüber lustig mache, über die Sachen mit den Entwicklern. Muss ich mir mal angucken. Ich habe diese Beiträge, die Off-Topic-Beiträge, kannst du mir angucken, das ist quasi wie eine Spielreview, nur sehr aus meiner Sicht halt, ich ein paar Sachen auf die Schippe nehme. Aha. So the world might be mended. Ja, oder auch nicht. Diese Sachen will keiner haben im Westen. So ungefähr. Das spielt sich ja grottig. Oh Gott, nee, das will ja niemand spielen. Ja. Nee, komm. Ah, jetzt haben wir es gemacht. Ah, komm, jetzt bringen wir es nur in Asien raus. Ja, du musst ja mein Intro-Gag ansehen. Da habe ich mich extra, ich habe extra Hintergründe gemacht, Greenscreen und alles. Aha. Cool, muss ich nachher mal suchen. Ja. Off-Topic heißen die. Mein Rechner ist zu lahm, um das jetzt so schnell zu finden. Ja. Sollen wir dann ganz schnell zu Dark Souls 3 rüber? Ja, also klar, Zum DLC? Passt ja irgendwie. Game of the Year Edition, die auch. Also, ihr habt das beide gezockt dieses Jahr, oder wie war das? Also, ja, Dark Souls DLC noch. 3, genau, den DLC. Also, das, ich glaube, letztes Jahr hatte ich, haben wir es gespielt, also, wo es, als es kam, habe ich es gespielt. Und der DLC kam ja im März, glaube ich, der letzte. Und ja, den DLC fand ich sehr enttäuschend. Ja, also ich war anfangs war ich tierisch angepisst und der letzte DLC war jetzt auch nicht so großartig. Und wirklich, meine Zuschauer haben halt, ne, die haben gesagt, hier komm, hast du das schon, willst du das machen? Und mit den Zuschauern, die mich dann halt ein bisschen gepusht haben, hat es mir dann auch Spaß gemacht. Aber der Anfang war einfach so kacke, das mit dem Weggelaufen und diese Engel, ich hab's gehasst am Anfang. Ja, ja. Aber dann hast du wahrscheinlich dann einen. Erzähl erst mal du, fandest du es rund? Also du hast recht, es wird wesentlich besser, es hat auch wirklich geile Momente. Der Anfang mit den Engeln, also ich fand das Setting ganz okay, aber ja, was willst du denn dazu sagen, diese Wichsviecher einfach, entschuldigt mein Französisch. Es ist einfach ätzend. Ah, nee, das hat mich wirklich angepisst. Mhm. Und dann ist ja auch alles so durcheinander. Wo muss ich jetzt hin und wo da lang? Da ist ja auch noch einer, schon wieder tot. Und Gift und genau. Also wenn du weißt, was du machen musst, ist es echt halb so wild. Aber erstmal, was muss ich denn machen? Wo muss ich denn hin? Und es wird nachher besser, wenn du dann einmal ganz unten angekommen bist, in diesem riesigen Sumpf, also nicht in dem Giftsumpf, sondern in diesem anderen, wo und dann... Noch die Pfeile. Dann genau. Dann noch, ach, der Gott, Riese, ja, dann ja, musst du nochmal laufen. Ja, dieser Pfeilarsch, das ist auch so geil, wo man am Anfang denkt, ah ja, das wird bestimmt so und so sein. Und du rennst dann dahin, zack, tot.
okay, ja, dann muss ich bestimmt dahinter. Zack, tot. Und dann hat man es geschafft, hat ihn getötet. Ah, gut, jetzt erstmal ins Feuer. Was? Der ist wieder da? Ja. Das ist ein normaler Gegner. Der Respawn, ja. Es gibt aber eine Abkürzung zum Glück, oder du kannst auch mit Pfeil und Bogen aus der Distanz angreifen, oder. Ja. Aber dass man da wieder so eine Rennpassage direkt schon wieder. Und später kommt noch mal eine, so eine ganz kleine, mit diesen Magiern, die diese Ringe beschwören. Ach ja. Wo du denkst, es ist jetzt vorbei, endlich kommen jetzt normale Gegner. Nee, da kommt dann erstmal so ein Typ, der ist verflucht, der hat Kristalle. Okay, laufe ich wieder weg, der hat einen Fluch. Dann kommt wieder ein Ritter und denkst, okay, ist Ritter, Zweikampf, alles gut. Läufst ein Stück weiter, kommen dann diese Magier, diese Turtle-Magier, die diese Zauberringe spawnen, ja, das sind ganz viele. Die sich verschanzen und, ja, aber das Geile ist, es geht noch weiter, dann kommst du raus, boah, erstmal verschnaufen, ohne riesige Treppe, super. Was, da kommen 5 Giganten auf mich zu? Leute, ja, jetzt ist aber riesig. Mal gut hier. Ja, ab in den Sumpf. Und aus dem Sumpf kommen dann auch diese fliegenden Viecher raus, aus dem Boden plötzlich. Ja, gut, die sind halb so wild, aber erstmal da hinkommen. Das ist echt, ich und ein Freund, wir haben immer so einen Gag. Wenn ein Spiel einfach nicht weiß, wann genug ist, sagen wir immer, die Entwickler saßen da, hey Akira, hey Shinji, du weißt ja was, das Spiel ist zu einfach. Ja, kein Problem, ich mache noch ein paar Stacheln dahin. Und so ungefähr war das auch, das Spiel ist zu einfach. Ja, mach noch 5 Giganten dahin, alles klar. Und unten an der Treppe wartet ja der nächste Riese, der wieder Pfeiltypen beschwört. Genau, ja, die kann man, Gott sei Dank kann man da... da kommt man gut dran vorbei, ja. Genau, ja. Aber danach wird's wirklich geil. Also und dann kommt auch einer der geilsten Momente in dem ganzen Spiel. Bei dem, ich habe vergessen, wie er heißt. Warte mal kurz, ist es Ashes to Arrival, worüber ihr spricht? Du meinst, oder? Randall, das war das erste DLC. Das genau, das war der erste. Ringed City. Okay. So, du hast nicht eine Playlist im Soulburn-Archiv von dem zweiten DLC, ne? Habe ich nicht, das müsste da sein. Deswegen fragen mich so viele Leute danach. Oh, muss ich einfügen. Auf jeden Fall habe ich eine Playlist dazu. Die ist dann halt nur nicht in diesem in dieser Sektion drin. Ja. Okay, spricht weiter. Ja, also auf jeden Fall kommt dann der Boss, wo quasi ein Spieler der Boss ist. Und das fand ich mega gut. Der Spieler? Wie? Und welcher Spieler? Ein anderer Spieler wird beschwört, der Boss zu sein. Ach. Und das gab es schon in Demon's Souls. Das Problem ist, Demon's Souls habe ich relativ spät gespielt. Und da bin ich nie auf den getroffen. Ich habe Demon's Souls dreimal durchgespielt. Moment. Und kein Mal. Wo war das denn? Das ist dieser Mönch. Das ist in diesem Cthulhu-Level, sage ich immer dazu, mit den Gargoyles und nachher in diesem. Ich habe mich da oft rufen lassen, da gibt es diesen gelben Turban dann dafür. Genau, ja. Genau. Und wenn kein Spieler gerufen Demon's werden kann, kommt dieser Mönch mit dem Turban. War das da unten in diesem Loch, wo man reinfällt? Nee, Gargoyles. Mit Gargoyles hast du gesagt? Irgendwo? Genau, das ist, mein Gott, wie kann ich das Level vergessen? Den Namen. Ivory Tower. Oder was ist nochmal? Ja. Ah, dieser Kerker quasi. Am Anfang ist man in diesem Kerker. Mit einem Fool's Idol und. Ach, wie heißt das nochmal? Genau, Fool's Idol ist ja der Boss, wo man diesen Typen da töten muss, sonst kommt er nämlich wieder. Irgendein Turm, Ivory. Okay. Und dann kommen die Gargoyles, fliegen dich dahin. Und dann kommen die Man-Eater als Boss, die zwei. Und direkt danach geht man die Treppe hoch und da ist dieser Mönch und da kann dann ein anderer Spieler gerufen werden als Boss. Okay. Und das war bei Dark Souls 3 genau, ähnlich? Genau, hatten sie es quasi auch. Und ich frage mich, warum sie jetzt erst darauf gekommen sind, dieses Feature wieder einzubauen. Denn ich finde das so gut. Und ja, aber im letzten DLC, im Ringed City, ist es wieder drin. Mhm. Aha. Da ist dann erst so ein Riese, ich glaube, den muss man gar nicht töten. Und der beschwört dann einen Spieler und der beschwört auch noch einen NPC. Ja, das war nervig. Genau, der ist nervig. Ja, eigentlich einfach, aber super nervig. Aber der eigentliche Boss ist quasi ein anderer Spieler. Wenn man denn online spielt, ich spiele ja gerne offline. Ja. Ich tue mir das nicht an. Ich fand's geil, aber ich habe mir auch dann, ich habe es einmal so gemacht und man kann diesen Boss wieder aktivieren an irgendeiner Stelle.
also dass der wiederkommt. Und dann habe ich mir immer Leute beschwört und dann haben wir halt großes Rudelbumsen gemacht und das war ganz witzig. Mhm. Ich habe mir dann Pate beschwört. Den alten Pate. Die alle Sau. Der hat mir dann geholfen. Also ich fand das auch immer sehr aufregend, ne, gegen Invasions, wie heißt das? Invasionsgegner zu kämpfen. Auch wenn es plötzlich in einem Moment war, wo man gar keinen gebrauchen konnte. Ja, aber das gehörte für mich dazu. Also da ja, genau. Bist du bei der letzten Flask, du denkst, wann kommt hier ein Feuer? Auf einmal kommt die Nachricht, weiß ich nicht, deine Mutter has invaded your world und da geht dir die Pumpe und scheiße, was mache ich? Genau, genau. Wenn ich zurück zum Feuer, wo kann ich mich verstecken? Wo ich mich beschwören kann? Genau, kann ich mich beschweren? Scheiße, was mache ich? Was habe ich noch für Items? Also Selbstmord. Ja. Oder rennst du schnell zum Boss, scheiße, bin gar nicht vorbereitet, nur ein Flask, ja. Aber wenn ich zum Boss renne, dann ist er weg. Ja. Also das fand ich schon immer großartig. Und die klar, meisten... Klar, auch viel, aber... Ja, also ich fand das auch sehr gut. Obwohl die meisten Invader... Also, ja, ich habe das nur wenig praktiziert. Ich habe auf meinem zweiten YouTube-Kanal habe ich eine ganze Videoreihe, wo ich... YouTube-Kanal? Moment, du hast einen zweiten YouTube-Kanal? Genau. Ein das geheimer? So eine Art privater. Ja. Privater? Aha. Da habe ich zwei oder drei Videos, wie ich dann in irgendeinem Covenant irgendein Item farme und dafür muss man halt Invasions machen. Ja. Und das habe ich alles hochgeladen. Aha. Ja. Ich habe jetzt auch The Ring City eingefügt in meine Playlist. So. Okay. Das habe ich jetzt gestört. Das musst du da rein. So. Ja, denke ich auch. Das ist auch lore-technisch recht schön eigentlich. Auch sehr schön am Ende die Umgebung und wenn man nachher auf alles wieder runtergucken kann, auf das Gebiet. Nachdem der Drache einen da auch noch hochgehetzt hat, ganz nebenbei, man musste nochmal laufen. Drache? Man hat ja noch der Drache. Der schwarze Drache. Okay. Da hat man aber die schönen Gegner. Man hat ja noch diese Drachentöterrüstung, gegen die man kämpfen kann im Sumpf. Ist da dieser Silberritter mit dem Riesenhammer. Dann den Drachen natürlich. Gegen den Drachen kann man später noch kämpfen. Unten drin, das ist ein arschschwerer Kampf. Ja, der ist super ätzend. Da habe ich einen Doppel-K.O. am Ende hinbekommen. Das war herrlich. Das war wunderbar. Doppel-K.O. Super. Nach einem langen Kampf. Und natürlich der Kampf gegen den NPC-Spieler. Und dann noch hier, dann kommt ja noch mal so eine Frau, ne, die vorher eingesperrt war. Kommt ja noch als Bonusgegner am Ende. Ja, genau, ja. Und natürlich der Hauptgegner, dessen Gale. Namen ich vergessen habe. Gale. Onkel Gale. Das sagt Gale. Doch, Ariandel sagt das doch. Onkel Gale ist unterwegs, um Blumen zu pflücken. Ich denke an den geilen Geil aus. Der geile Geil. Also wenn ihr jetzt geil. Onkel Geil kommt als Endboss. Ja, der war ganz geil. Und die ganze Welt und was das mit der Lore zu tun hat. Plötzlich bist du so weit in der Zukunft und die ganze Welt ist am Ende. Und du siehst hinten ist, wie hieß denn jetzt nochmal? Lothric. Hinten ist Lothric zu sehen und du bist wirklich am Ende der Zeit angelangt. Du hast gerade einen Zeitsprung gemacht, während Gale wirklich die ganze Zeit da war und sich inzwischen total verändert hat und riesengroß geworden ist. Und es war ja sehr, sehr vage, was da passiert. Aber ich meine, es war ein Zeitsprung. Ne? Du brichst das Ei, machst einen Zeitsprung und bist weit in der Zukunft. Also ich habe zwei Theorien. Entweder ist es wirklich ein normaler Zeitsprung oder es ist so eine Art Knotenpunkt, an dem alle Zeitstränge zusammenlaufen. Das hatten wir doch schon am Weltenende. Dieser riesige Knäuelhaufen mit Stadt und so. Also wo das DLC angefangen hat. Genau. Stimmt. Ja, schon. Ja, dann ist es quasi alle Zeiten laufen zusammen und dann kommt darin nochmal der Zeitsprung. Das kann, ja, das war das große Ende, wo die Zeiten zusammenlaufen. Und da ist ja auch, Pate ist ja auch der Einzige, der überlebt. Das ist ja quasi, der lebt schon so lange und hat ganz am Ende der Welt. Außerhalb der Zeit irgendwie hat er dann doch aber irgendwann seine Hülle verloren. Also Moment, nicht Paid, du meinst Patches. Patches? Also Patches, genau, Patches. So. Genau. Ja, ich habe mit Paid aus Teil 2 verwechselt. Ja. Ja. Patches, that's genau, Patches. What I do, my friend. Genau, so.
Und der hat alles überlebt und hat dann erst seine Menschlichkeit verloren und dann stellen wir die doch wieder her und. Und dann ist dann, er wieder ein Arsch. Ja, hilft einem aber noch, ne? Das ist das erst einfach. Er ist einfach, wer weiß, wer er ist. Und was er ist. Ich ja ein wenig doof fand, ich habe Patches im normalen Spiel getötet. Im normalen Spiel, dann kommt er im DLC wieder. Ja, Dark Souls 3. Ja, die haben da nichts miteinander zu tun irgendwie. Und wahrscheinlich überlebt er das. Wenn du ihn tötest, lebt er danach trotzdem weiter. Das stimmt nicht. Finde ich ein bisschen Dimension, schade, aber. Ja, nicht alles ist wirklich zusammenhängend, oder? Also man findet hier und da Fragmente, aber es ist ja auch nicht alles erklärt. Ich meine, Patches war selbst in Bloodborne drin, obwohl er da nicht Patches hieß, glaube ich. Doch, er hieß Patches. Er hieß Patches? Hatte er einen Namen? Das war ja eine Spinne, ne? Halt mit dem Kopf von Patches. Also, aber wie kommt er da hin? Weiß man auch nicht. Ich glaube, in Demon's Souls, also in Demon's Souls ist er auch, da heißt er, glaube ich, Patches the Hyena. Und bei Bloodborne heißt er Patches the Spider. Ach ja? Okay. Ja. Ja. Natürlich bei Dark Souls 1. Trusty genau, Patches. Da ist er auch. Ja. Genau, da heißt er Trusty Patches. Ja. Und schubst er einen immer irgendwo runter? Ja. Auch bei Dark Souls 3, also. Ja. Also das schubst immer. Das finde ich. Das finde ich, man muss nicht erklärt bekommen, was macht er jetzt da. Ich glaube, es ist ganz gut, dass man sich da irgendwie eine eigene Geschichte drumrum basteln kann. Und das finde ich auch fantastisch. Das ist mit einer der besten Sachen bei der Souls-Reihe, dass du nicht genervt wirst von irgendwelchen Zwischensequenzen und Erklärungen. Nein. Du kannst alles finden, was du brauchst in der Welt. Wenn du es nicht finden willst, dann kriegst du halt Bruchstücke und das ist mysteriös, das ist super. Aber dir geht keine Klischee-Geschichte auf die Eier, das finde ich hervorragend. Ja. Aber er hilft einem ja auch, ne? Er schubst einen da runter und das ist genau der Weg, wo du lang musst. Ja, das stimmt, ja. Ja, und danach hilft dir dann auch im Bosskampf. Ja. Also es ist schon ein bisschen seltsam, was er ist. Also er hat einen Hass auf Kleriker, er raubt gern Leute aus, aber irgendwie scheint da doch was dran zu sein. Also er scheint doch so eine Art Ehrenkodex zu besitzen oder sowas. Man weiß es nicht. Ihr seid noch da? Ja. Okay. Ja, das ist Patches. Ja. Und vor allem schwere Kämpfe. Und Blocken geht halt gar nicht. Also du kannst bei beiden, ich glaube, du kannst das Blocken total vergessen. Was, Dark Souls 3? Boxkämpfen. Ja, bei den Bosskämpfen. Mhm. Bei dem Drachen kannst du eh nicht blocken, also vergessen. Aber bei den Drachen kannst du es echt vergessen. Das war ja immer schon so, oder? Ja. Und kommt ganz drauf an, wenn du ein dicker Panzer bist, bei Dark Souls kannst du auch einiges wegblocken an Schlägen. Ja, also ich habe Dingens habe ich gut getankt, Calamet, den schwarzen Drachen in Teil 1. Dann habe ich beim ersten Versuch mit dem Tank, habe ich den einfach quasi umgehauen. Ich bin da rein, hab immer auf die Fresse gehauen. Ja, das ist auch eine Taktik. Und bei Dark Souls 3, das geht halt so nicht mehr richtig. Du musst, das Schild muss auch mal drauf verzichten können. Du musst gucken, wann du meine Waffe einfach zweihändig nimmst und in den Kampf läufst und ausweichst und nicht verteidigst. Und beim Drachen geht's halt nicht anders. Du gehst ran, lockst ihn an, wartest, bis er zu dir kommt, dann haust ihm aufs Maul. Aber blocken kannst du komplett gar nicht mehr. Der haut dich weg. Und Gale, der haut einfach wild auf einen los. Das Einzige, was du blocken kannst, sind diese Lichtspiralen, die er in seiner zweiten Form, glaube ich, macht. Da kannst du ganz einfach den Schild hochhalten und bist gerettet. Habe ich auch erst später rausgefunden. Aber diese Phasenkämpfe gehen mir auch auf den Sack. Ja, die fand ich auch furchtbar. Das haben sie ja bei Bloodborne eingeführt. Mhm. Schon wieder Bloodborne. Und ja, das fand ich, Bloodborne drin. Ja, das fand ich auch blöd, das stimmt. Also ich möchte ein Moveset lernen, habe ich kein Problem, aber das dann mittendrin quasi, es sind ja quasi dann mehrere Bosskämpfe gleichzeitig, wie du willst. Das fand ich auch nicht. Wovon redet ihr? Was war bei Bloodborne? Weil das kenne ich ja, Dark Souls 3 nicht. Dass die Gegner mehrere Formen haben. Und Phasen und andere Bewegungsmuster, neue Attacken plötzlich bekommen und schwerer werden. Boah, der letzte DLC-Gegner bei Bloodborne. Oh, dieses Kosmos-Kind. Oh Gott, Gott. Schalt auf the Cousin. Ja, den muss ich gestehen, habe ich nicht allein gemacht. Da habe ich mir Hilfe geholt. Musste ich auch machen.
Und vor allem, ich war schon tot. Da hat mein Koop-Partner den gerade noch so gekillt. Scheiße. Aber ich bin zufrieden. Ich hab's geschafft. Ja, jedenfalls Dark Souls 3 hat das auch relativ häufig. Und ich find's nicht ganz so schlimm wie bei Bloodborne, aber mich hat's da auch gestört. Ja, ganz schlimm. Mhm. Das muss einfach nicht sein. Ja, Gonzo und Timo, sollen wir ein bisschen weiterrücken in der Liste? Weil ich meine, wir sind schon über eine Stunde dran und wir haben, glaube ich, so drei, vier Spiele. Der ganz gut da reinpasst. Ja, und zwar? Und zwar ist es wahrscheinlich mein Game of the Year, ist sehr wahrscheinlich Nioh. Okay. Mhm. Und das kam war irre lange. Kam das sogar dieses Jahr raus? Ja, das kam, ich habe es hier in der Liste am 8. Februar. Und sogar ein DLC genau, dieses Jahr auch noch, ne? Die kam auch. Das sind drei DLCs, die kamen. Und das war irre lange Entwicklung. Und ich habe auch bestimmt ein halbes Jahr darauf gewartet. Also ich habe dem wirklich entgegengefiebert. Ich habe die Beta gespielt, ich habe die Alpha gespielt. Mhm. Und das war einfach genau mein Ding. Man kann es ja beschreiben als Dark Souls im japanischen Mittelalter, aber es hat auch sehr viel Eigenheiten. Also es ist unterschiedlicher zu Dark Souls als Bloodborne. Mhm. Du bist auch schneller unterwegs oder du kannst schneller unterwegs sein. Du hast kein Schild, aber du kannst blocken. Halt, du kannst mit deinem Schwert blocken oder mit einem Speer oder mit einer Axt, was auch immer du hast. Mhm. Was sich aber am meisten abhebt, ist, also du hast auch Stamina, das ist ganz, ganz genau wie bei Dark Souls. Aber du hast zusätzlich, wenn du eine Aktion ausführst und quasi die Stamina verbraucht wird, lädt die sich sehr langsam auf, es sei denn, du drückst im entscheidenden Moment einen bestimmten Knopf. Und dann hast du quasi wieder direkt volle Stamina. Und das kannst du dann inmitten von Kombos und anderen Manövern machen. Und wenn du quasi so viel Skill hast, kannst du wirklich quasi kämpfen, ohne einmal Pause zu machen. Mhm. Und ansonsten hast du aber auch Warum? Das habe ich nicht verstanden. Also wenn du Skill hast, also ja, wenn du das Timing drauf hast. Ah, okay. Und gesagt, ne, also die Leiste, also die Stamina-Leiste geht dann weg. Sag's mal, du schlägst, dann geht ein Stück von der Stamina-Leiste weg und die lädt sich ganz langsam wieder auf. Es sei denn, du drückst im entscheidenden Moment den Knopf, das ist der Knopf, um deine Position zu ändern. Es gibt drei verschiedene Positionen, wie du deine Waffe hältst. Okay. Niedrig, mittel und hoch. In jeder Position hast du auch andere Kombos und verhältst dich auch anders. Und wenn du den Knopf, glaube ich, dass das der Knopf ist, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, wenn du den Knopf im richtigen Moment drückst, hast du direkt wieder volle Stamina. Und das kannst du machen, halt Combo machen, zack, 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 kurz abwarten, Knopf drücken, hast wieder Stamina, zack, 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 wieder drücken, oh scheiße, der Gegner holt aus, ausweichen, schlagen, wieder Stamina wiederholen durch den Knopfdruck und wieder zack, zack, zack. Also das ist unglaublich dynamisch. Also das bedeutet ja, dass man in so einen Flow reinkommen kann, ne? Ja. Und dann das Gefühl wahrscheinlich, etwas zu beherrschen, auch sehr stark sein kann. Ne? Genau. Ansonsten ist es halt sehr ähnlich zu Dark Souls. Du hast sozusagen Seelen, das heißt natürlich nicht Seelen. Wenn du stirbst, ja, dann wirst du wieder zurückgesetzt, nicht ans Feuer, sondern an einen Schrein. Da musst du wieder hin, um deine, ich sag mal, Seelen zu holen. Und wenn du gekillt wirst auf dem Weg, Arschkarte, dann ist es halt wieder futsch. Also genau wie Dark Souls. Du hast zusätzlich noch einen Schutzgeist, der fungiert quasi als so eine Art, also er gibt dir so ein bisschen Boni, sagen wir mal ein bisschen mehr, 5% mehr Abwehr oder 5% mehr Feuerschaden oder sowas. Und der hat noch eine zusätzliche Leiste, wenn die voll ist, durch Angriff und durch Seelenaufnahme, dann kannst du diesen Schutzgeist aktivieren und du hast für eine begrenzte Zeit, bist du dann quasi in so einer Art Supermodus. Du bist quasi unbesiegbar und schlägst viel härter zu.
Und das kann man ganz geil bei Bossen nutzen, weil es gibt einen Schutzgeist, der aktiviert sich, wenn du sterben würdest. Dann kannst du halt so lange spielen, bis du quasi nicht mehr kannst. Und wenn dich der Gegner, also wenn du eigentlich verlieren würdest, aktiviert sich der Schutzgeist und du bist in deinem Super Saiyajin-Modus. Und dann kannst du ihm nochmal ordentlich auf die Schnauze geben. Und ich mag auch dieses Japan-Setting. Ich bin ein großer Fan von. Es spielt auch in einem historischen Setting. Also man spielt eine Figur, die es wirklich gegeben hat. William Adams, das war der erste westliche Samurai. Man trifft die ganzen Gestalten aus dieser Sengoku-Ära, also Tokugawa Ieyasu, Nobunaga trifft man nachher und das ist natürlich alles komplett Schwachsinn, wie das so ist, ne? Das ist mit irgendwelchen Dämonen und so angereichert. Aber das hat mich alles in allem unglaublich abgeholt. Es hat auch Sachen, da kann man drüber streiten, was zum Beispiel Loot angeht. Also es ist nicht so, dass du an bestimmten Stellen immer die und die Waffe findest, sondern es ist so ein bisschen zufällig, wie bei Diablo. Die Gegner lassen auch unglaublich viel Kram fallen, also Waffen und Ausrüstung. Mhm. Und du kannst 20 Minuten spielen und du hast in den 20 Minuten hast du 30 verschiedene neue Waffen gefunden und 20 Hosen und 30 Rüstungen. Braucht man das? Nee. Am Anfang ist es so, dass du viel Neues kriegst, wo du denkst, oh, das ist noch besser und das ist noch besser. Aber später ist das meiste eigentlich Schrott. Das kannst du verkaufen oder zu Seelen verarbeiten. Und mich hat das nicht gestört, aber es gibt viele Leute, die sagen, es ist einfach zu viel. Aber wenn man einmal raus hat, dass man weiß, okay, ich lege jetzt darauf Wert, also auf diese Ausrüstungsteile, und man kriegt ein Auge dafür und weiß dann direkt, okay, die 20 Sachen, die kann ich direkt wieder verkaufen. Und das hat mich gar nicht so gestört. Nicht, zu viel also, Loot stört mich inzwischen auch. Also, ja, mich auch. Also, wenn ich jetzt an Diablo 3 denke, wenn man jede paar Minuten wieder das Inventar leer räumen muss, auch wenn man da irgendwas verkaufen kann oder wiederverwerten kann. Aber du musst dann immer wieder dann zur Hubwelt und zu dem Handwerker, zu dem Schmied oder so. Also es ist. Naja, da musst du eh hin. Also bei dem Spiel musst du eh dahin, ne? Also das kannst du an einem Schrein machen, also sozusagen die Bonfires. Mhm. Da kannst du eben mit zwei Klicks kannst du es eben verkaufen und dann ist wieder gut. Ach so, ja. Das ist, das geht relativ schnell von der Hand. Du kannst natürlich auch die Arbeit machen, das vergleichen, du kannst die Sachen aufleveln, du kannst die zusammenschmieden, also du kannst allen möglichen Kram machen. Sachen, die ich noch gar nicht ausprobiert habe, weil die brauchst du eigentlich nicht fürs normale Spiel. Und ja, mit jedem DLC haben sie nochmal einen neuen Schwierigkeitsgrad hinzugefügt. Und ja, es gibt auch so viele Details, aber darüber jetzt zu erzählen, das wäre echt ein bisschen zu viel. Also, was interessant wäre, es gibt Zwischensequenzen, oder? So ganz traditionelle Zwischensequenzen. Genau. Was es ja bei Dark Souls so nicht gibt. Genau, aber die sind relativ kurz. Ach so. Und also ich fand es auch interessant, weil mich die Geschichte interessiert hat. Du kannst ja auch wegklicken und ist es egal, verpasst quasi nichts. Ja, aber ist ja schon interessant, wenn es halt eine Story hat mit richtigen Figuren, die du vorgesetzt bekommst. Genau. Und dann auch eine Geschichte dazu hast. Ist ja was ganz anderes als Dark Souls. So gesehen ja. Es ist nur vom Gameplay ist es quasi dreist geklaut, wenn du so willst. Natürlich. Wenn man es sagen wollen würde, es wäre geklaut, kann man es sagen. Es ist nur geklaut. Ejo, ejo. Genau. Aber was anderes daraus gemacht. Ich finde es legitim, wenn es nicht 1:1 kopiert, sondern da was nutzt, was andere Spiele erfunden haben. Das tun sie alle im Grunde. Ja, das genau. Dark Souls profitiert auch von Ocarina of Time, also was da etabliert wurde. Und warum nicht beim Besten kopieren? Ne? Macht auch Sinn. Im besten Fall noch weiterentwickeln. Ja. Und ja, also es hebt sich viel mehr ab als Bloodborne oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel, Lords of the Fallen. Mhm. Das
weiß ich nicht, das fand ich richtig schrecklich. Ja, grauenvoll. Und da ist Nioh schon anders. Also es sind Parallelen da. Es ist ganz klar davon abgeguckt. Aber es hat sehr viele eigene Ideen, die so in Dark Souls einfach überhaupt kein Äquivalent haben. Es kommt schon ein leicht anderes Gefühl auf. Gut, sollen wir weiter? Ja, jetzt habe ich so viel gequatscht, jetzt müsst ihr. Gonzo, hast du ein Spiel, was du dieses Jahr gezockt hast? Meine Liste hat gerade aufgehangen, aber was ich noch großartig gespielt habe, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe Resident Evil nachgeholt, jetzt großartig. Also das Remake von Resident Evil 1, das auf PS4 kam. Kann das sein, du hast viel Resident Evil dieses Jahr gezockt, oder? Ja, ich habe ja. Was? Das wie weit ich? Habe ich ja vorher nie gespielt. Ach so. Ich kenne die Original Resident Evil von damals noch und habe dann irgendwann aufgehört zu spielen, weil ich keinen Bock auf. Auf 4 hatte ich schon keinen Bock mehr und was danach kam, Teil 5 habe ich versucht und da kamen nur Gegnerhorden und es hat mich angekotzt. Und Gegnerhorden und ich muss ballern. Ich habe es nicht verstanden. Ja, ich kam da nicht weit. Alles scheiße, finde ich auch. Ja. Ich liebe die klassischen Resident Evils. Von mir aus ist Teil 4 auch ein gutes Spiel und revolutionär, aber ich persönlich, für mich ist das kein Resident Evil. Ja, das gefiel mir so schon nicht, weil ich wollte dieses Rätsel haben. Ich wollte dieses Point-and-Click-Adventure-artige eher. Genau, und Spannung und was kommt und was wartet in der nächsten Ecke auf mich. Ja. Und dann habe ich halt jetzt erst dann dieses Remastered für mich entdeckt, weil ich hatte damals keine GameCube und für PS4 gab es das. Dann habe ich den Zero auch noch danach gespielt, weil mir das so gut gefallen hat. Und jetzt gerade spiele ich Revelations, wo ich sagen muss, bei Revelations, da habe ich, manche Gegner sind einfach wirklich zu overpowered und da muss man wirklich viele Kugeln reinballern und das ist total langweilig. Wo ich dann wirklich einen Bosskampf 100 von Kugeln in einen Boss reinhämmern muss, dann geht mir voll aus, und dann muss ich ihn töten lassen, um das nochmal zu versuchen. Und das nervt einfach unglaublich. Aber manchmal gibt es so Situationen, wo ich wirklich durch den Gang laufe und Angst habe, dass mich gleich ein Pie von hinten haut. Besonders der Bosskampf mit dieser mutierten Tussi. Grauenvoll. Und ich hatte Angst, dass, ob mir die Munition noch ausreicht bis zum Ende des Ganges, bis ich am Ende angekommen bin. Hat funktioniert, aber ich hatte so eine Panik an der Stelle. Unglaublich gut gemacht. Oder an der einen Stelle. Aber es gibt viele Stellen, die passen einfach nicht bei Revelations leider. Das ist nicht mehr ganz so gut wie früher. Und vor allem das ganze Rätselgezeugs fehlt natürlich komplett. Revelations habe ich damals auf der Gamescom eine Demo gespielt. Wann ist das denn rausgekommen? Wollte ich fragen. Revelations kam jetzt auf PS4 ganz neu raus. Ach so. Also ist ein ganz neuer Titel. Okay. Nee, das ist 2012 steht hier. Also es ist uralt. Genau. Ja. Also ich habe damals die Demo gespielt für 3DS und fand es nett. Dann habe ich die Demo später auf PS3 gespielt. Das war eine andere Demo. Die fand ich scheiße. Und dann habe ich es beim Kumpel gesehen und dachte, ja, ist scheiße. Und dann hat es mich nicht mehr interessiert. Weil da wurde auch so viel geballert und dachte ich will nicht so viel ballern. An manchen Stellen macht es Spaß. Wenn du so eine Schrotflinte hast und es kommen Hunter, dann macht es Spaß. Ich dachte auch einmal. Und das war auch bei der Demo, das war so ein bisschen gemütlich, das Setting war ganz gut. Da dachte ich auch, och, das könnte ganz nett werden. Und dann gab es wieder so Szenen, die ich gesehen habe beim Kumpel, wo du quasi in einem Raum bist und es kommen nur Gegner und du sitzt da bam, 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 bam. Das ist schon. Und da gibt es eine ganz schlimme Stelle, direkt am Anfang mit Chris. Chris stürzt, liegt am Boden in einer Schlucht und es kommen Wölfe. Und du sitzt dann halt und musst im Sitzen auf die Wölfe schießen. Boah, und das sind so viele Wölfe und deine Munition ist begrenzt. Und als du die abgeballert hast, kommt die Frau, zieht Chris hoch und er sagt, ja, ich kann laufen. Warum sitze ich denn da die ganze Zeit und muss im Sitzen ballern, wenn der Kerl laufen kann? Soweit habe ich das nicht gemacht. Ich bin da runtergestürzt. Also ich habe das dann angespielt und dann bin ich da auch runtergestürzt, ein paar Mal geballert. Was für ein Scheiß, ne, habe ich ausgemacht. Danach steht er einfach auf und geht. Also sehr großartig. Ja. Das Remake habe ich auch erst sehr spät gespielt. Ich glaube aber letztes Jahr. Noch auf PS3. Da hatte ich mir noch die Asia-Version, die gab es ja physisch. Hatte ich mir importiert. Bis dann später gesagt wurde, ja, kommt auch für PS4 im Double Pack. Ja, geil. Ja, ich hatte es mir dann auch schon runtergeladen vorher. Schade. Ich habe es auch lieber gerne im Schrank liegen. Remastered. Ja.
Ich habe kein einziges Resident Evil-Teil gezockt. Noch nie. Naja, muss man ja auch. Ich muss auch keine Horrorspiele spielen. Beim neuesten bin ich mir auch nicht sicher, bei Teil 7. Ja, wieso? Wieso? Ist Ego-Perspektive. Ja. Ist für VR eigentlich entwickelt worden. Mhm. Ja. Ja, da hatte ich auch die Demo gespielt und dachte stellenweise, ja, es ist jetzt wieder Horror. Und es gibt jetzt wieder Rätsel und Items einzusammeln. Mhm. Aber wie das so ineinander greift, keine Ahnung. Mal gucken, wie es wird. Und dann kam es raus und ich habe es mir angesehen bei Freunden und so. Und ich dachte, ja, es ist schon wieder ganz gut, aber es ist nicht das, was ich will. Es ist trotzdem kein Resident Evil für mich. Ja, Splatter vor allem und die Gegner sind übermächtig und ja. Bosskämpfe sind dann wirklich auch wieder Kugelschwämme. Du musst dann wirklich Dutzende von Kugeln reinballern und das dauert einfach ewig lange, bis sich da was tut. Und du fragst dich, verletze ich den jetzt überhaupt? Verletze ich den nicht? Was soll denn das? Wie lange muss ich jetzt schießen oder muss ich doch irgendwas anderes machen? Mhm. Also ja, ich glaube, dass es schon ein nettes Spiel ist, aber das ist nichts, was ich jetzt unbedingt spielen müsste. Da würde ich mit einem Kumpel vielleicht würde ich zusammenspielen. Also nicht Koop, das gibt's ja nicht, aber halt abwechselnd und so, das ist ganz nett. Aber da ruhen meine Hoffnungen dann auf das Remake von Teil 2 und oh ja, selbst da weiß ich nicht, ob Capcom das wirklich gerissen bekommt. Wenn die das so machen wie das Remake von Teil 1, dann ja. Ja, dann auf jeden Fall, aber daran glaube ich leider nicht. Meinst du, das wäre kommerziell nicht, würde sich nicht tragen? Ja, gut, es kommt drauf an, wie weit du die Kosten drückst. Also ich glaube nicht, dass die jetzt wirklich vorgerenderte Hintergründe machen. Ich finde das auch nicht so schlimm, wenn du so eine normale Third-Person-Perspektive hast. Das ist gar nicht so mein Problem. Aber ich glaube, dass es doch deutlich actionreicher wird. Man muss auch sagen, es bietet sich auch bei Teil 2 an, dass es actionreich wird. Eine Stadt voller Zombies. Genau. Aber ich weiß nicht. Man hat ja noch nichts davon gesehen, aber ich habe kein gutes Gefühl dabei. Also ich glaube, mir wird es insgesamt einfach zu modern. Wir sind alt. Okay, Leute, kommen wir weiter zu der Frage, was hast du dieses Jahr gezockt? Und darf ich... Waren wir schon dabei? Bitte? Waren wir nicht schon bei der Frage? Du meinst, was haben wir let's played oder reviewed? Nee, wir sind ja noch dabei. Also wir sind noch bei der ersten zu hören, was. Agenda. Ja, eigentlich schon. Also gut, du hast noch das Resident Evil Remake gespielt. Ja. Ganz so. Ja. Ja. Und let's played. Und es war gut. Das Resident Evil Remaster, das war wunderbar. Ja. War doch super. Ich mochte nur nicht diese Sequenzen mit dieser Tussi, die man nicht töten konnte. Das weiß ich nicht mehr. Wo war denn da eine Tussi, die man nicht... Ja, dieses Zombie-Vibe, diese Tochter von, weiß ich nicht, wie hieß die denn noch? Lisa? Ich glaube Lisa so und so. In Teil 1? Ja, im Remake von Teil 1. Ach, dieses im Waldstückchen da in der Hütte. Genau, ja. Dieses Monster, ach ja, ja, diese Familie, die da gearbeitet hat und man findet dann die Tagebucheinträge des Vaters, glaube ich, und mit der Tochter haben sie was gemacht und die hat ihrer Mutter das Gesicht abgezogen oder so. Ja, oder irgendwie so, ich weiß es ja auch nicht mehr. Dieses genau. Mutantenvieh. Genau, dieses Mutanten-Tochter-Krüppelvieh, das man nicht töten kann. Angst vor, ja. Ja. Also das fand ich ein bisschen, das hat mich genervt einfach. Ich hatte auch Angst vor diesen Crimson Heads, wenn die wieder aufstehen. Ich habe viel davon gehört. Oh Gott, wenn ich jetzt nicht alle anzünde. Und war doch gar nicht so schlimm. Kann man draufballern und fertig. Ja, das fand ich. Ich fand das auch eigentlich ganz nett, dass man noch darauf achten musste. Oh, den muss ich jetzt verbrennen. Mhm. Und das hatte nochmal so eine eigene Strategie. Ja, aber für die Stelle sollte ich nochmal lieber Brennmaterial mitnehmen. Und das fand ich eigentlich auch ganz nett. Und vor allem, wo du abschätzen musst, wo laufe ich jetzt noch öfters vorbei, wo nicht, ja, wo muss ich jemanden anzünden und wo reicht es, wenn ich dann doch irgendwann mal einen abballere und ja. Genau, ja, das fand ich auch ganz cool. Mhm. Ganz gut gelöst. Und ich fand das sehr gut, stellenweise hat mich das richtig gepackt und ich war gut dabei. Ich habe ja auch alles im Livestream gemacht, hatte viele Zuschauer dabei. Das war richtig sehr amüsant. So im Sommer. Hast du mit Jill oder mit Chris gespielt? Natürlich mit Jill.
Ja. Mehr Inventar. Ja. Und sie kann Chemikalien mischen, das ist ein großer Vorteil. Wobei ich nicht weiß, ich habe noch nie mit Chris im Remake gespielt. Ich weiß nicht, ob die Unterschiede jetzt so groß sind wie im Original. Also im Original ist das ja schon wirklich für die ganz Harten. Meinst du, haben da was geändert? Ja, vielleicht. Weiß nicht. Müsste ich mal angehen, wäre eigentlich interessant. Vielleicht mache ich das demnächst mal. Gut. Soll ich mal ein Spiel erzählen, ja, von dem ich dies Jahr... Und zwar, was du vorhin gesagt hast, Timo. Lords of the Fallen. Oh ja. Habe ich, ich glaube, sogar nach Bloodborne ziemlich nah dran. Also auch wieder eins meiner ersten PS4-Titel, die ich hatte. Und die ich mir besorgt hatte. Und ich fand das toll, ne, weil es wieder Dark Souls war, nur in einem ganz anderen Gewand und mit der PS4-Technik, Grafik. Mich hat das total abgeholt und hab lange Spaß gehabt. Ich kann mich erinnern, dass ich das auch parallel zu meinem Spiel immer dann geschaut hat, was Gonzo damals vor 3-4 Jahren, nee, als es rauskam, vor 2 Jahren, 3 Jahren, dann Let's Played hat und gezockt hat. Also das ist so eine schöne Erinnerung daran. Und ja, ich fand es natürlich im Vergleich zu Dark Souls sehr viel einfacher. Aber man muss ja auch nicht immer ein Spiel darin messen, was es nicht ist, sondern das mit dem, was es ist. Und dafür fand ich es ganz gut. Klar kann man sagen, dass es auch viel geklaut hat und praktisch alles. Aber trotzdem ist es ein eigenständiges Projekt und irgendwie ist es auch weiterentwickelt worden. Es fühlt sich auch irgendwie nach einem deutschen Produkt an. Es fühlt sich sehr deutsch an, ja. Ja, ne? Aber ich fand es gut. Man konnte es ganz gut spielen und die Story konnte ich auch verfolgen. Also mich hat das sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich wollte es mögen, aber ich konnte es nicht mehr. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Also ja. Ich glaube, ich fand es nicht griffig genug, wenn man das so sagen kann. Ein Ticken zu langsam. Es war sehr glatt, ne? Ja, und also die Gebiete fand ich alle ganz geil, wo man so rumgelaufen ist. Und es war mir dann doch ein bisschen zu nah an Dark Souls, aber es war kein Dark Souls. Nee, also nicht die Spielbarkeit. Ja, genau. Es hatte dann aber auch nicht noch ein paar andere Ideen, die dich darüber hinwegsehen lassen. Und alles in allem, ich glaube, beim dritten oder vierten Boss hatte ich dann keine Lust mehr. Und ich muss dazu sagen, ich habe das durch PlayStation Plus bekommen, gratis. Okay. Worüber ich dann sehr froh war, weil ich hätte mich geärgert, wenn ich es gekauft hätte. Okay. Aber also, da war Potenzial erkennbar. Das hat mich auch geärgert. Es war so, ja, noch ein Ticken, dann würde ich es mögen, aber es tut mir leid. Ich mochte es dann leider nicht. Vielleicht Waffen ein bisschen schneller. Vielleicht fällt das auch in die Waage, ne, dass man das nicht selbst gekauft hat und im Regal stehen hat. Und dann will man es doch auch durchspielen und sich mehr damit beschäftigen, ne, als wenn man das, wie du schon sagst, ja, geschenkt bekommt hat. Ne. Das kommt sicher auch nochmal hinzu, genau. Das kommt ganz drauf an. Ich habe Deadly Premonition auch kostenlos bekommen im PlayStation Store und das ist Deadly Premonition ist über alle Zweifel erhaben und würde ich auf jeden Fall spielen. Obwohl es auch eine hakelige Steuerung hat. Aber Lords of the Fallen, das ist einfach, es spielt sich langsam, die Waffenhandhabung ist langsam, aber das ohne Grund. Du hast diesen riesigen, bärigen Typen, der ein kleines Messer hat und der schwingt das dann erstmal halb über seinen Kopf und hält das dann irgendwann nach vorne und haut zu. Da denke ich mir, Mann, du hast ein Schwert, benutzt das Schwert. Das ist einfach nur langsam, damit es schwieriger ist und nicht langsam, weil die Waffe es erfordert. Wie bei Dark Souls zum Beispiel, dass du ein großes Zweihänder hast und da musst du halt erstmal den Zweihänder schwingen.
Das macht Sinn. Aber du brauchst kein Einhänderschwert mit zwei Händen zu nehmen und über den Kopf zu halten, die Balance zu verlieren und dann einmal kurz nach vorne zu hauen. Und das dauert einfach so lange. Das fühlt sich gestellt an. Und dann musst du mit diesem Handicap auch noch leben. Der hat Arthritis. Oder? Ja, dieser riesige Kerl. Aber da muss man auch mal die Waffen wechseln. Manche Gegner sind zu schnell für langsame Waffen. Da muss man schnell wechseln. Oder man hatte schon ein paar Möglichkeiten. Distanzkampf konnte man ja auch noch machen mit der Zeit. Man hat diese Kanone gehabt und die konnte man auch dann ausrüsten. Handschuh. Und da musstest du rausfinden, welcher Gegner ist jetzt auch feuerempfindlich. Da kann ich Feuer in den Handschuh reinmachen. Das fand ich auch ganz nett, ja. Ein paar Möglichkeiten gab es schon. Aber es spielte sich halt immer sehr, sehr langsam einfach. So clunky. Und die Bosskämpfe, die waren ja extrem taktisch ausgelegt. Und wenn du da irgendwas falsch gemacht hast, dann warst du manchmal einfach instant tot. Das war die größte Nerverei. Du, minutenlang kämpfst du gegen den Boss, bis du mal die Lebensleiste runterhaust, dann machst du einen kleinen Fehler, instant tot, nochmal von vorne. Es wiederholt sich sehr, ne? In den Bosskämpfen fand ich es sehr, sehr, sehr repetitiv. Klar, bei Dark Souls ist es auch repetitiv, aber hat man nicht so, ich hatte nicht so das Gefühl, ich muss jetzt wieder 100 Mal das Gleiche machen und nicht aus diesem Schema fallen, sonst verliere ich. Also das Gefühl hatte ich bei Dark Souls, glaube ich, nicht so stark. Bei Dark Souls hast du viele verschiedene Möglichkeiten, einen Gegner zu besiegen. Du kannst deine eigene Taktik rausfinden. Oh, ja. Und es gibt sogar Möglichkeiten, einige Bosse in Dark Souls oder Demon's Souls zu one-hitten. Wenn man sich wirklich dahinter klemmt, kannst du die Spielmechanik so ausnutzen, dass du den Gegner sogar mit einem Schlag platt machst. Bei Lords of the Fallen hast du eine Möglichkeit, wo du wirklich jeden Schritt lernen musst. An der Stelle musst du jetzt weglaufen, an der Stelle musst du eine Rolle machen, da musst du dich jetzt da unterstellen. Mhm. Und du musst diese ganzen Sachen abarbeiten. Mhm. Wenn du einmal was falsch machst, instant tot, fang wieder von vorne an. Das kann schon sehr nervig sein. Mhm. Hm. Habt ihr den quasi Nachfolger gespielt? The Search? Ja. Das steht bei mir unter Frage das kam erst Nummer 4. Roboter-Ding. Glaube ich. Ja, nein, habe ich nicht, aber ich würde ich, würd ich gerne. Ich habe es mir angeguckt. Ich habe die Demo gespielt. Also viele finden es ja besser als Lords of the Fallen. Da habe ich direkt aufgehorcht, aber mir sagt das Design einfach nicht zu. Also kein Science-Fiction-Fan? Doch, aber es ist mir einfach zu robotermäßig. Ja. Wenn also die Stichpunkte Science-Fiction, Dark Souls, da denke ich direkt, geil, so ein Setting wie Dead Space, so gegen Mutanten und alles ist total widerwärtig. Und dann mit Dark Souls Gameplay, geil, bin ich direkt dabei. Probier mal die Demo. Mir hat's wirklich sehr gut gefallen. Ja, ich hab's bei einem Freund gesehen und es war mir einfach zu robotermäßig. So Robo Wars wie in Amerika. Ja, genau, so ein bisschen. Und, ja, aber du hast ja gerade gesagt, wenn das Gameplay stimmt. Ja, aber für mich muss auch ein bisschen das Setting mitspielen. Ach so. Und das hat mich ein bisschen genervt. Ich glaube, ich werde es mir mal holen für schlechte Zeiten. Aber das ist jetzt nichts, was ich direkt haben müsste. Da ist auch ein DLC, glaube ich, vor kurzem rausgekommen. Also ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ja. Ja. Viel Spaß. Danke. Gonzo, ist das was für dich? Nee. Das will ich mir nicht nochmal antun. Du hast genug mit Lords of the Fallen gelitten. Ich habe Lords of the Fallen zweimal durchgespielt. Ja. War gar nicht so schlecht, aber war jetzt auch nicht super. Ja. Ja, es gibt ja auch genug andere Sachen, deswegen man muss ja nicht alles spielen. Was habt ihr denn noch auf der Liste? Also ich habe noch mein zweites Game of the Year. Ja. Und das ist, wer mich kennt, gar keine Überraschung, Sonic Mania. Mhm. Weil ich riesengroßer Classic-Sonic-Fan bin. Also mit den 3D-Spielen kann man mich jagen. Aber die alten, mit denen bin ich aufgewachsen und die habe ich rauf und runter gespielt. Und Sonic Mania ist für mich einfach ein Traum. Das ist, als hätten die das Spiel in meinen Träumen gesehen und danach geformt. Das ist genauso. Ich habe nur mal Sonic 1 auf dem Sega gespielt damals. Was ist denn Sonic Mania? Jetzt für jemanden, der sich nicht damit auskennt. Sonic Mania ist, also muss ich jetzt Sonic erklären oder nur Sonic Mania?
Ich habe natürlich sehr viele Berichte zu verschiedenen Sonic-Spielen gesehen, auch zu 3D-Spielen. Aber was ist denn Sonic Mania? Also Sonic Mania ist quasi, als hätten sie ein Sonic 4 entwickelt, wie die alten Spiele. Viele sagen, es sieht aus wie die alten, also auf Mega Drive, die 16-Bit-Titel, aber es ist doch ein bisschen besser. Es sieht technisch eher so aus, als würde es auf einem Sega Saturn laufen. Du hast im Hintergrund auch manchmal so richtige Low-Poly-Hintergründe, die wirklich aussehen, als würden die vom Sega Saturn kommen. Und auch so 3D-Sequenzen. Und das ist wirklich, als hätten sie Sonic 4 entwickelt für Sega Saturn. Es ist die gleiche Formel wie die alten Sonic-Spiele. Wo hast du es denn gespielt? Auf welcher Plattform? Auf PS4. Und es ist quasi genau das. Es spielt sich 1:1 wie die alten. Es hat genau die gleiche Physik. Es hat unglaublich viele Details und Easter Eggs für Fans. Also das ist für so alte Fans wie mich wirklich ein absolutes Geschenk. Es gibt ein paar Kritikpunkte. Mir sind die Level ein bisschen zu lang. Ich finde es schade, dass fast alle Bosse eher so Gimmick-Bosse sind. Also du kannst nicht einfach hingehen, den, sag ich mal, auf die Schnauze hauen, sondern die haben alle so ein kleines Gimmick, wo du irgendwas machen musst, um denen Schaden zuzufügen. Und so ganz, ganz leichte Bugs. Aber ansonsten war das wirklich, was habe ich immer gesagt, das beste Sonic-Spiel seit, was habe ich gesagt? Ich glaube, seit 26 Jahren. Also seit 1994, das beste Sonic-Spiel seit 1994. Hast du das reviewed oder so? Auf deinem Kanal? Nee, ich habe da aber ein Ersteindruck-Video gemacht. Da packe ich die Special Edition aus und spiele so, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. Okay. Kennst du das Video von Behind, warum Sonic scheiße ist? Das habe ich mir extra nicht angeguckt, weil ich nicht ragen möchte. Ich weiß nicht, ob ich das davor oder danach gemacht habe, ein Video gemacht, warum alle Leute, die Sonic scheiße finden, selber scheiße sind. Nee, nicht ganz so. Also ich verstehe es, wenn man Sonic nicht mag oder wenn man auch andere Spiele nicht mag. Aber die meisten Leute, die wirklich Sonic scheiße finden, die haben es einfach nicht verstanden. Die vergleichen das dann mit irgendwas anderem. Und es wäre jetzt ein bisschen zu einfach zu sagen, die sind zu doof, das zu spielen. Das ist dann auch ein bisschen unfair. Aber ja auch ein paar legitime Punkte durchaus, was man also, daran wie gesagt, unsinnig finden könnte. Ich hab's nicht geguckt, aber die meisten Kritikpunkte sind ja, man läuft durch die Level und rast in Gegner rein. Und das stimmt einfach nicht. Das stimmt absolut nicht. Du hast in den klassischen Sonics hast du ja die Möglichkeit, dich zu rollen. Und das macht jeden Gegner instant platt. Es gibt so gut wie keine Stellen, wo du einfach in irgendwelche Fallen rennst. Das gibt es einfach nicht. Und einfach nur durch die Level rennen stimmt ja auch nicht. Die Level bei den Sonic-Spielen sind alle gigantisch und bieten mehrere Wege, sodass du erkunden musst. Und in den meisten Sonic-Spielen musst du erkunden, um bestimmte Items zu kriegen, um dann auch das richtige Ende zu erreichen. Du kannst natürlich Sonic Speedrun-mäßig spielen, aber es bietet viel mehr als das. Es bietet viel mehr, die Level wirklich zu erkunden. Und ja, das sind meistens die größten Kritikpunkte, die eigentlich Quatsch sind. Also ich kann jedes Spiel runterbrechen auf irgendwas, was ich kacke finde, was letztendlich aber nicht so gedacht ist. Ich soll es anders spielen. Aber wenn jemand einfach sagt, es ist nicht mein Ding, ja, dann ist es nicht sein Ding. Ist ja gut, kein Problem. Was ich interessant fand an seiner Argumentation war, eigentlich spielt sich Sonic ja recht langsam. Du läufst da eigentlich rum und musst die Umgebung erkunden. Und wenn du mal endlich das Spiel schnell hast, also wenn es dazu kommt, dass das Spiel sich schnell spielt, spielt es sich eigentlich von alleine, wie so eine Flipperkugel, die rumfliegt. Und das ist eigentlich das Unsinnige, dass du ein Spiel hast, was eigentlich was ein schnelles Gameplay verspricht, wie zum Beispiel Mario. Mario, du kannst wirklich schnell laufen bei Mario und kannst dann, wenn du dich auskennst, kannst du wirklich schnell durchlaufen, die Gegner auf den Kopf hüpfen oder ausweichen um die herum. Und du kannst so ein Mario-Level in einem Flow durchmachen. Bei Sonic, da hast du mehr Unterbrechungen drin. Und wenn mal im Flow funktioniert, wenn du musst dich ja umgucken. Einige Level, bis auf das erste Level. Ich glaube, das erste ist ja ziemlich, dass du schnell durchrollen kannst an vielen Stellen. Aber später musst du sehr viel erkunden, an verschiedene Stellen gelangen und einfach nur gerade durchlaufen kannst du ja nicht, weil das ja komplexere Level sind.
Also es ist nicht so ein schnelles Spiel, was es eigentlich verspricht. Und die du kannst, bei dem allerersten Sonic stimmt das in Maßen. Das erste Level kannst du erkunden, weil es gigantisch ist. Du kannst auch durchrennen, wenn du es kannst. Das zweite Level ist natürlich so eine Sache, die Marble Zone, glaube ich. Da kannst du nicht durchrennen. Da musst du Geschick beweisen. Du musst Geduld und Geschick beweisen. Das ist schon fast quasi wie die besten Mario-Level. Das dritte, was ist das dritte im ersten Sonic? Ich glaube, die Springyard Zone, da hast du wieder Geschwindigkeit. Danach hast du, glaube ich, oder kommt das davor? Ich weiß nicht mehr. Ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es noch ein Level unter Wasser. Das ist auch relativ, also das ist, ja, das ist zweischneidig. Du kannst auch nicht schnell sein und du bist oft unter Wasser, du kannst ersaufen. Aber du musst auch wieder geschickt beweisen. Das stimmt natürlich, dass das Spiel schnelles Gameplay verspricht, das erste. Und bestimmt die Hälfte der Level aber gar nicht darauf ausgelegt ist. Das stimmt. Aber ist das so schlimm, wenn 50% Speed ist und 50% ist Geschicklichkeit und Erkunden? Wenn es sich gut spielt, ich weiß, ich hatte immer Probleme mit Sonic gehabt, weil er, sobald irgendwie eine Anhöhe kommt, dann muss er erstmal Anlauf nehmen und so. Ich weiß, manchmal hat sich die Nerven, du hast eine ganz spezielle Physik und ein ganz spezielles Momentum. Und der Trick ist, und das ist ein bisschen auch mit der Spaß meiner Meinung nach, Sonic zu kontrollieren. Du startest relativ langsam und wenn du auch aus dem Stand eine Anhöhe hoch willst, das klappt nicht. Du musst schon Anlauf nehmen. Oder halt hochspringen. Wenn du springst, dann springst du aber in 90-Grad-Winkel von der Oberfläche weg. Genau, du darfst nicht springen, wenn du auf der Anhöhe stehst, das stimmt. Genau. Ja. In dem zweiten Teil haben sie es gebessert, denn da haben sie dir den Spin-Dash gegeben. Da kannst du von 0 auf 100 direkt Speed gewinnen und da hoch. Das ist cool. Hat Sonic Mania natürlich auch, den Spin-Dash. Sehr cool. Das erste ist natürlich noch ein bisschen roh, aber ich finde trotzdem kannst du das noch sehr gut spielen. Wenn du Sonic beherrschst, also das gehört dazu, du musst dich schon ein bisschen drauf einlassen und verstehen, wie dieser kleine blaue Recke funktioniert. Klar, du kannst, wenn du Affenspeed hast, dann kommt dir das ein bisschen unkontrollierbar vor. Oder halt, das Spiel steuert sich von alleine, aber das ist eben der Trick. Du musst genau wissen, wie kann ich jetzt genau stoppen oder wie kann ich meinen Speed, mein Momentum nutzen, um bestimmte Stellen zu erreichen. Also wie gesagt, wer damit nicht klarkommt oder so, überhaupt kein Ding. Also ich persönlich sage immer, ich mag Donkey Kong Country nicht. Ich finde die Spiele nicht gut. Bin ich bestimmt der Einzige auf dem Planeten, aber ich finde die absolut unspaßig. Für mich funktionieren die nicht. Ich habe den ersten auch nicht durchgespielt. Ist schon ganz legitim. Finde auch ein bisschen gruselig. Die Höhlen fand ich sehr gruselig. Und Donkey Kong von Country. Daher, ja, genau. Und jeder, der Sonic nicht mag, ja, ist vollkommen okay. Aber diese Argumentation, die finde ich teilweise dann immer, finde ich nicht ganz, ich will nicht sagen nicht legitim. Aber einiges bestimmt nicht, aber einige Sachen, es kommt auch immer darauf an, was man jetzt an einem Spiel mag und was nicht. Manchmal genau, sind auch Sachen, die einen stören. Die Gewichtung anderen, muss auch stimmen vor allem. Ne? Ja. Wenn es dafür Argumente gibt, ne, für ein Pro und Contra, dann kann man das ja verstehen. Aber mein Eindruck war so, dass es bei Sonic so eine Art Shitstorm gibt im Internet, dass viele da einfach damit draufspringen und was gegen Sonic sagen, ne? Ja, das war ja schon immer, also, oder das war seit den 3D-Teilen, ist es ja in Sonic zu hassen, habe ich auch das Gefühl. Ja. Kann ich verstehen, ich finde die 3D-Teile stellenweise wirklich furchtbar. Obwohl ich die ersten beiden auch noch gern gespielt habe, also Sonic Adventure und Sonic Adventure 2. Wobei es da ging es schon bergab. Und die anderen Teile habe ich alle probiert. Ich habe auch die modernen 2D-Spiele gespielt auf dem Game Boy Advance und DS und so. Die finde ich auch nicht gut. Denn die sind fast wie die 3D-Teile, nur eben in 2D. Das ist wie Rennspiel in 2D. Und das war Sonic für mich halt auch nie. Ich find's auch geil, wenn ich es kann, durch die Level zu rasen, wenn ich genau weiß, ich kontrolliere es perfekt. Mhm. Ich kenne die Abkürzung, ich weiß, wie ich da hinkomme. Das ist ein geiles Gefühl, aber ich mag es auch, mit Sonic zu erkunden. Neue Stellen, neue Gebiete quasi zu erreichen, da ein Extra einzusacken. Da ist noch ein Zugang zu einer Bonuszone, geil.
Und dieses ganze Spielgefühl liebe ich einfach. Und die Physik ist auch anders bei den modernen Spielen einfach. Klar. Das fühlt sich nicht so an. Und ich kann das verstehen, wenn dann jemand, also wenn das ganze Internet quasi Sonic scheiße findet, weil die 3D-Teile halt wirklich nicht so besonders sind. Das finde ich vollkommen okay. Und ich fand es aber andersrum auch wieder blöd. Die Maniac, also die Zeitschrift, die M-Games, hat dem 70% gegeben. Was ich an für sich okay finde, wenn er's, wenn er das Spiel, also der Tester einfach das Spiel nicht so gut findet, nicht sein Ding ist. Er hatte dann auch wieder Argumente, die absolut Banane sind, meiner Meinung nach. Zum Beispiel, dass die Bosse alle scheiße sind, das stimmt nicht. Also es gibt auch ein paar, da sage ich, da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen was dran machen können. Und ich habe ja auch eben gesagt, diese Gimmick-Bosse mag ich auch nicht. Aber wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann ist das auch kein Thema, bis auf so zwei Bosse. Zwei, drei Bosse finde ich auch fragwürdig. Aber das Spiel hat so viele Bosse, da kann man nicht sagen, die Bosse sind die Schwäche des Spiels. Und vor allen Dingen hatte ich das Gefühl bei ihm, dass er Sonic schon immer scheiße fand. Und bei einem Spiel, das ganz klar für die alten Fans entwickelt wurde, für niemand anderen, finde ich es fragwürdig, jemanden dran zu setzen an den Test, der Sonic schon immer scheiße fand. Aber da hatte ich doch dein Video kommentiert, ne? Da war genau. Ja, mit diesen Wertungsbesprechungen, weil ja auch mal bei der GameStar gesagt wurde, wenn ein Spiel, ein Retro-Spiel produziert wird für alte Fans, dann kann man das nicht nach heutigen Standards gut bewerten, weil wir wegen dieser Wertungsinflation und sowas ist, heutige Spiele haben einen ganz anderen Standard. Und du kannst da nicht dem Call of Duty eine 90 geben und auch einem Retro 90. Wenn es einfach ein Retro-Spiel ist mit veralteter Technik quasi, also veraltete Gameplay-Mechaniken, die nicht mehr jeden abholen. Weil es geht ja auch darum, was jeder andere Nicht-Sonic-Fan davon halten würde. Und es ist ja auch noch ein Verkaufstipp. Also Verkaufsberatung. Wobei der Witz ist, ich habe viele Kommentare gelesen zu Sonic Mania von Leuten, die noch nie Sonic gespielt haben und es total geil fanden. Die wirklich Spaß damit hatten. Weiß ich nicht, ob das jetzt allgemeingültig ist. Kann natürlich. Aber gib mal dem heutigen 14-Jährigen, der gerade Call of Duty durchgespielt hat, gib ihm mal Sonic und sag ihm nicht, hier. Na klar, der Kleine. Kannst du nicht machen. Das ist der nächste geile Scheiß. Der sagt ja, ey, wo kann ich denn damit jemanden töten? Aber dem kannst du dann auch nicht sowas wie Mario geben oder sagen wir mal, diese New Super Mario Brothers, die ja auch eher. Die sind nicht genau wie die alten, aber es ist ja schon so eine Hommage an die alten Spiele. Und die kriegen überall bombige Wertungen. Ja, das gibt's doch nicht. Ja. Also finde ich auch okay, finde ich völlig verständlich. Das sind tolle Spiele. Wobei ich jetzt. Ich finde die jetzt nicht so gut, aber ich verstehe, wenn man da sagt, ja, das sind geile Spiele. Das macht nur der Name, glaube ich, Mario. Ja, das sowieso, ja, das auch. Bei Odyssey kann ich es verstehen, aber so ein 3D-Spiel komplett neuen Mechaniken. Außerdem interessiert ja niemand. Wenn du das geil findest, dann ist das für dich reicht ja dann damit, dass das für dich geil ist. Ja, das ist nur mal so eine Sache. Aber da muss ja nicht jedem gefallen, ne? Es ist bei so Tests natürlich immer so eine Sache, ne? Das ist, was ist objektiv, was ist subjektiv. Im Grunde ist jeder subjektiv. Ja. Aber ich kann's nicht ab, wenn die Tester so tun, als wenn sie objektiv wären. Ja. Das kannst du nicht sein. Ja. Du musst es auch rauslesen können. Wenn der eine Tester jetzt sagt, das Spiel bewerte ich jetzt mit einer 70, weil, musst du sagen können, diese Gründe gelten für mich nicht. Aber das ist ja das Tolle an unsere moderne Zeit, dass wir Internet haben und nicht nur ein Test heranziehen können, sondern mehrere und sehen, vergleichen können, was, wo liegen wir näher an dem Redakteur dran, ne? Und man kann es sich angucken. Also damals konnten wir ja nichts angucken. Wir hatten die Zeitschriften. Ja. Da gab es kein Internet, kein YouTube. Ja. Und stellt euch mal vor, ganz früher, wo es gar nicht so viele Zeitschriften gab und wir haben Spiele nach Cover gekauft. Alter, was ich da für eine Scheiße gekauft habe teilweise. Aber da musste man noch entdecken. Das hat irgendwie auch noch Spaß gemacht. Ja, das hatte auch was. Aber wenn du da eine Gurke gezogen hast, dann war das ja fuck. Ja. Das war die Gefahr. Aber ich hab mal Tests gelesen. In zwei verschiedenen Zeitschriften zu Alarmstufe Rot 3. Kennt ihr das? Ja.
Ja, PS1-Zeit, oder? Ja. Oder meinst du jetzt den Film? PS3. Command & Conquer, Alleinstufe Rot 3. PS3? Mit den Videosequenzen, mit Tim Curry und mit David Hasselhoff. Und das ist aber Teil 2. Tim Curry ist in Teil 2. War das nicht Teil 3? Nee, Teil 3 ist mit hier mit Lieutenant Sulu aus Star Trek. Die sind doch alle da. Bei den Sowjets ist Tim Curry. Bei das ist, Asiaten. Moment, Sulu. Warte mal. Und bei den Amerikanern. Du hast recht, Tim Curry ist auch im dritten. Ja, du hast recht, Entschuldigung. Ja. Und am Ende kommt dann David Hasselhoff als amerikanischer Präsident. Genau, als Präsident. Und die eine Zeitschrift sagt: Scheißspiel. Total albern. Macht keinen Spaß. Alles vorhersehbar. Mhm. So, und die andere Zeitschrift sagt: gewohnter Command & Conquer Humor. Wer damals schon gespielt hat, weiß, dass das absoluter Trash ist in den Sequenzen. Ja. Natürlich ist das Schwachsinn, das weiß man auch. Da sagt man auch nicht, das Spiel ist schlecht, weil die Sequenzen Trash ist. Das gehört so. Das war schon immer so. Und dann gibt es dann halt einen Tim Curry. Und auch gameplaymäßig hast du Sachen, wo du erstmal die Kraftwerke weghauen musst und wo du erstmal rausfinden musst, wo du den Gegner angreifen kannst. Also es hat durchaus Taktik. Es war ein gutes Spiel. Ja, und die eine Zeitschrift sagt dann das und die andere das. Die haben es einfach nicht verstanden. Ich frage mich auch, ja, ist auch Geschmackssache. Wenn man die Reihe kennt, kann man das doch gar nicht missverstehen. Ja, also beim ersten Alarmstufe Rot kann man ja noch so ein bisschen, ist das jetzt ernst gemeint oder nicht? Aber das zweite haut so auf die Kacke, das kann er nicht ernst nehmen. Ja. Ich lasse euch mal kurz alleine, ich muss mal kurz weg, ne? Okay. Nicht weggehen. Wir bleiben hier. Ja. An Ort und Stelle. Ich muss gucken, wie lange ich noch kann, weil es ist schon verdammt spät und ich bin im Schlafgemach. Es ist wirklich spät, ja. Ja, meine Frau muss bestimmt irgendwann schlafen. Und ich auch. Wir könnten ja vielleicht noch einen zweiten Teil machen. Ja, auf jeden Fall, mit den ganzen anderen Punkten in der Agenda. Genau, wir könnten ja abhaken, was wir gespielt haben oder was wir noch erwähnen möchten, was wir gespielt haben dieses Jahr. Und quasi der Ausblick, was wir spielen wollen, können wir ja nächste Mal machen. Ja, ich sehe gerade die ganze Liste, die er noch hat. Was hast du Let's Played oder Reviewed? Obwohl, das fragt er nebenbei ja auch noch. Was hast du ungezockt hier liegen lassen und warum? Auf welche Ankündigung für 2018 freust du dich am meisten? Mhm. Steht 2018 eine neue Konsolenanschaffung bei dir fest? Oder bei dir an? Da würde ich gerne die Switch. Was steht auf deinem YouTube-Kanal an? Tja, wer weiß. Live-Striptease. Wenn das möglich wäre, dann würde ich vielleicht was mit verdienen. Mehr als mit Reviews. Ich glaube, da musst du auf andere Webseiten gehen. Seid ihr noch bei Sonic Mania? Nee, wir waren bei Live-Strips. Was? Wo? Agenda los durchgegangen. Welche Live-Strips? Was ist das? Gonzo hat gesagt, er würde gerne live strippen. Ja, ach so. bei YouTube? Ja. Oder was? Nee, wir haben sind gerade durchgegangen. Wir sind ja noch bei Punkt 1 deiner 7-jährigen Agenda und wir müssten bald mal auch Schluss machen. Müssen wir? Ja, ich kann jetzt nicht ewig das Bett hier blockieren. Das hat ja prima geklappt. Bis jetzt ja, aber irgendwann wird meine Frau sauer. Dann darf ich nie wieder podcasten. Ja. Wie viel Zeit hast du noch? Das weiß ich nicht. Aber weißt wir müssen nicht? Natürlich den ersten Punkt müssen wir ja noch abschließen, was wir gespielt haben. Okay. Alles andere machen wir dann beim nächsten Mal. Ja. Es wird eh zu lang. So lange hört kein Mensch zu. Also ich habe noch vielleicht 3-4 Sachen, die dann, ich dann versuchen wir das doch so schnell wie möglich durchzuhauen. Ja. Gonzo, willst du deinen nächsten Titel vorstellen? Ich hatte ansonsten dieses Jahr auch gar nichts so Großes mehr. Das Größte war letztes Jahr Final Fantasy 15. Letztes Jahr? Nein, das ist letztes Jahr. Vorbei. Es ist vorbei. Es war dieses Jahr noch gespielt, aber es ist vorbei. Wenn du das dieses Jahr noch gespielt hast, dann ist... Ja, Anfang des Jahres. Und okay. So eine Art Review habe ich ja gemacht, mein Off-Topic dazu, wo ich über das Spiel geredet habe, ich weiß gar nicht mehr, worum es da genau ging, als ich darüber geredet habe. Warte mal, welches? Worum? Welches Spiel? Ich hatte mein Off-Topic, mein Final Fantasy-artiges. Ach genau, wo ich über das
böse Kapitel 13 dann geredet habe. Dass das Spiel am Ende irgendwie plötzlich aufhört, Spaß zu machen. Final Fantasy... Welcher Teil? 15. Mhm. 15, ja. Mhm. Naja, aber ansonsten großartig habe ich da auch nicht mehr zu erzählen. Kann ich fast nichts zu sagen. Hast du nicht gespielt? Nee, ich habe meiner Frau ein bisschen über die Schulter geschaut. Selbst sie hat es dann irgendwann ad acta gelegt. Oh. Ich bin aber auch kein Final Fantasy Fan. Ich habe den ersten gespielt, aber die neue Fassung auf PSP. Mhm. Ich habe den Sechser gespielt, aber nicht durch. Und ich habe 13 gespielt. Das fand ich sehr geil, weil es halt überhaupt nicht Final Fantasy war. Und ich habe Dissidia Final Fantasy gespielt, aber das ist ja was ganz anderes. Ist ein Prügelspiel, ja. Genau. Ansonsten kann ich nichts zu Final Fantasy groß sagen. Mhm. Nee, ich auch nicht. Ich bin ein großer Fan. Ich habe Teil 7 natürlich gespielt und Teil 8 fand ich dann schon wieder ein bisschen langweilig, weil das nicht mehr so Fantasy-mäßig war. Teil 9 fand ich sehr gut. Inzwischen finde ich Teil 8 natürlich auch super. Hab's irgendwann nochmal nachgeholt, war besser. Teil 10 sehr gut, natürlich keine Open World mehr, sondern alles strikter, aber sehr cineastisch gehalten, fand ich sehr gut. Teil 11 war online, finde ich kacke. Ich mag keine anderen Menschen bei Spielen. Und Teil 12 fand ich auch total beschissen. Teil 12 hat mich so gelangweilt. Die Figuren waren alle so austauschbar und bah, ekelhaft. Die Story war lahm, alles blöd. Teil 13 fand ich gut, relativ. Also mir hat ein bisschen was an Erklärung gefehlt. Man muss ja sehr viel nachlesen, da wird sehr wenig über den Hintergrund der Welt, sehr wenig Hintergrund erklärt der Welt. Und dann kam die ganze Trilogie noch. Ne? 13.2, 13.3 Lightning Returns. Fand ich total geil. Lightning Returns bringt die ganze Trilogie so geil zum Ende und erklärt einfach auch so viel, dass die anderen beiden Teile mir sogar noch besser gefallen haben. Also als Trilogie finde ich das super, Teil 13. Echt gut. Also ich habe die nicht gespielt, weil für mich, ich meine, es endet irgendwie ein bisschen offen, 13. Mhm. Aber ich brauchte nicht mehr. Und weiß ich nicht, ich hatte nie so die Lust, quasi die Nachfolger zu spielen. Du hast ja in Teil 13 quasi eine Postapokalypse. Und die im Grunde ist fast die ganze Welt bereits ausgerottet. Das fand ich ein bisschen schade. Ja, du konntest ja auch fast nichts erkunden, was ja viele Leute gestört hat. Aber ich fand das gut. Das war eher wie so eine Art eine stringente, lineare Geschichte wie ein Film, nur dass du halt selber gespielt hast. Und ich kann verstehen, wenn die Leute dann sagen, das ist kein Final Fantasy. Ja, aber gerade deswegen hat es mir eigentlich gefallen. Die Charaktere wachsen dir ans Herz, die Sequenzen sind fand gut, ich auch, die Hintergrundgeschichte, wie das alles verzahnt ist und wer sich für was schuldig fühlt. Super fand ich das. Und dann aber auch noch so eine weiterreichende Geschichte bei 13.2, dann kommen ja noch Zeitreisen dazu und das Ende der Welt kommt dann ja auch wirklich irgendwann. Und wie sich das dann auflöst in Lightning Returns und wie quasi die Welt erneuert wird, alles wird, wie hat bei Postapokalypse üblich, gibt es kein Ende. Es wird geplündert und keiner macht sich darüber Gedanken, wie die Welt wieder aufgebaut wird. Doch da schon. Die wird wieder aufgebaut, es wird alles wieder hergestellt. Fand ich super. Ich würde es vielleicht mal nachholen, wenn sie vielleicht einen Remaster machen für PS4 oder so. Da warte ich auch drauf, weil alle anderen Teile sollen ja kommen. Für PS4 sollen ja alle alten Teile kommen und einige haben wir schon. Ja. Ja, mal gucken, also. Das würde ich vielleicht mal angehen, dann. Also ich fand, das war eine super Idee, auch endlich mal in der Postapokalypse die Welt wieder aufzubauen am Ende. Und nicht wie Fallout zum Beispiel, wo 200 Jahre sich gar nichts tut. Es gab einen Krieg und seitdem wohnen alle nur noch im Müll. Nichts wird neu gebaut. Es gibt keine neuen Fabriken. Die Menschen in der Zukunft sind alles faule Schweine. Ja. Ja, es gab mal Krieg und wir können nichts mehr bauen. Wir können auch nichts mehr anpflanzen. Ja, Pech gehabt. Ich war wieder kurz weg. Worüber spricht ihr wieder? Über faule Schweine. Von Final Fantasies und Fallouts dieser Welt. Also allgemein Fantasy. Ich habe mal einige Spiele so umrissen. Ja, und, ja. Bekundet, dass ich die 13 Trilogie liebe. Okay. Dann habe ich nicht viel verpasst, weil als ich wegging, habt ihr noch darüber auch gesprochen. Ja. Aber erzähl mal von Fantasy 15, was du ja dieses Jahr gezockt hast.
Der größte Kritikpunkt war ja, es ist ja Open World. Es fängt an als große Open World, du hast diesen großen Trip mit diesen jungen Leuten durch diese Welt und dann plötzlich, irgendwann bricht das ab und du hast plötzlich eine stringente Erzählweise, wo wirklich krasse Sachen passieren, die wirklich auch sehr unangenehm sind. Und ab da geht es wirklich schnell bis zum Ende plötzlich. Also du hast erstmal dieses, das verschwindet auch. Du hast dieses große Open Worldige, baust dir einiges da auf und plötzlich ist das alles weg. Es gibt ein Auto, und ne? Geht weiter. Du kannst rumfahren und alles und schön Musik anhören und Nebenquests erledigen. Und irgendwann geht das Spiel halt weiter. Und dann spielt das alles keine Rolle mehr, was du davor gemacht hast. Wieso? Das ganze Open Worldige, weil es vorbei ist. Was kommt dann? Kein Open World mehr? Während du halt dieses Open Worldige hast, bleibt ja die Zeit quasi stehen. Und du kannst ja machen, was du willst und die Geschichte wird nicht weitererzählt in der Zeit. Nicht so richtig. Und ab einem bestimmten Kapitel wird die Open World gesperrt und du gehst nur noch gerade in eine Richtung und du hast extrem viel Story plötzlich und Sachen passieren und was dann da passiert ist in der Open World wird total belanglos und man will auch eigentlich gar nicht mehr zurück. Du kannst dann mit einem Zeitreisehund oder so, kannst du auch wieder zurück ins alte Zeitreisehund? Ja, irgendwie so. Du darfst auch wieder mit dem Wagen rumfahren, noch Missionen machen, die du noch nicht erledigt hattest. Aber das will man auch nicht, wenn man gesehen hat, was dann alles noch passiert. Und dann plötzlich schreitet die Zeit schnell voran. Sachen passieren einfach. Und ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, aber es sind... In der Story jetzt oder was? Ja, ja. Es sind Sachen, wo du denkst, es ist totaler Unsinn, dass ich jetzt wieder zurückgehen kann in die Vergangenheit und jetzt wieder so spielen kann wie vorher, wo jetzt plötzlich alles anders ist. Das macht keinen Sinn. Das ist sehr grauenvoll. Soll ich spoilern einfach? Wollt ihr es nicht mehr spielen? Von mir aus kannst du spoilern. Nee, für mich bitte nicht. Okay. Vielleicht spielst du noch mal. Sind ja auch noch die Bonus-Episoden jetzt rausgekommen für die einzelnen Nebenfiguren da, für die Freunde von Noctis. Und auf jeden Fall, das hat einen bestimmten Grund, warum es dann plötzlich abbricht und dann stringent wird. Und das kommt auch gut rüber, fand ich. Das musste einfach sein für die cineastische Darbietung der Story. Am Ende. Auch wenn es nicht mehr so viel Spaß macht am Ende, weil wieder schlimme Sachen passieren. So hat es dich dann jetzt Spaß gemacht? Im Ganzen? Im Großen? Oder im Großen waren zu viele negative Punkte? Ich muss das ja noch ein zweites Mal durchspielen für die Videoaufnahmen, für meine irgendwie Review, für meinen Spielbeitrag. Und da hat mir der Anfang plötzlich gar nicht mehr gefallen, weil da wollte ich einfach nur schnell durch. Aber dafür später, das Geradlinige hat mir diesmal besser gefallen beim schnellen Durchspielen. Und es kann auch sein, dass die Spieletester natürlich beim ersten Spielen stehen ja unter Druck. Wir müssen dann dieses lange, open-worldige Spielen, das nervt. Und dann erst am Ende kommt die Story endlich in Gange. Aus der Sicht gesehen macht das schon Sinn, dass die Kritiken so ausgefallen sind. Aber beim ersten Spielen hatte ich wirklich lange, ausgiebig Spaß mit der Open World. So. Dann lass uns doch dann schnell weiter zum nächsten Titel gehen. Von Timo vielleicht. Dann mache ich mal einen ganz kleinen Sprung erstmal. Ja. Ich habe noch Mitte des Jahres Fire Emblem Echoes gespielt. Was ist auf das? Auf dem 3DS. Das ist das auf deinem Kanal? Nein. Nicht? Ja. Das ist ja schwer aufnehmen. Ja, ich habe mich mal beschäftigt, mit dem 3DS aufzunehmen über Emulator. Das ging alles überhaupt nicht. Ja. Keine Ahnung. Aber es ist ein Spin-off zur Fire Emblem-Reihe. Und gleichzeitig auch ein Remake von einem alten NES-Spiel, beziehungsweise einem Famicom-Spiel. Heißt das, Entschuldigung, Warriors, Redraws oder nur Fire Emblem? Das heißt Fire Emblem Echoes. Echo, Also Echos. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ist fast wie die anderen Fire Emblems, also ist ein Strategierollenspiel. Und sie haben ein bisschen was geändert. Du hast in den anderen Fire Emblems hast du so eine Art Waffendreieck, die funktionieren sozusagen wie Steinschere, Papier. Ich weiß nicht mehr genau, wie das geht. Ich glaube, Schwert schlägt Axt, Axt schlägt Lanze und Lanze schlägt Schwert. Das haben sie hier nicht. Hier geht alles nur typisch Rollenspiel, einfach nach deinen Werten.
Also wie dein Angriffswert ist, wie dein deine Abwehr ist und so. Aber im Grunde war es sonst sehr ähnlich. Du hast noch Dungeons, in denen du dich richtig bewegen kannst, also in einer Third-Person-Perspektive. Das ist so auch ganz neu. Normalerweise ziehst du einfach nur rundenweise deine Männchen über die Karte. Und aber ansonsten war es so relativ klassisch gehalten. Und das hat mir ganz gut gefallen. Mhm. War aber auch relativ schnell vorbei. Also es gab 2, 3 sehr anspruchsvolle Missionen. Also wo man wirklich überlegen musste, wirklich gute Taktik benutzen. Da war es ganz geil. Aber es war nicht so lang, es war nicht so eine harte Nuss. Und ich hatte danach auch, war ich gut gesättigt, sage ich mal. Mhm. Also es gab andere Teile, da dachte ich, ach, ich könnte jetzt noch eigentlich ein paar Stunden weiterspielen. Obwohl die sehr viel länger waren. Und bei dem Teil war gut, war sozusagen genau richtig. Mal eine Frage zu 3DS und Mobile Gaming. Machst du das gerne? Setzt du dich dann zu Hause auch mit dem Gerät hin? Oder nutzt du das von unterwegs oder wenn du irgendwo auf den Bus warten musst oder so? Ich habe, wo ich noch sehr viel unterwegs gewesen bin, habe ich viel mobil gespielt, wenn ich nichts zu lesen hatte. Mittlerweile fahre ich aber kaum noch mit Bus und Bahn, weil ich das Glück habe, zu Hause zu arbeiten. Ich bin ein faules Schwein. Und ich mache es aber so, ich kann mir ja quasi meine Zeit einteilen, wie ich will als Freiberufler. Und wenn ich morgens aufstehe, frühstücke und das kennt bestimmt jeder, eigentlich ist man noch nicht richtig wach. Und dann gucke ich mal erstmal ein paar News lesen, sozusagen wie eine Zeitung. Dann suche ich mir 2, 3 YouTube-Videos raus und dann gucke ich die YouTube-Videos und spiele dabei 3DS. Naja. Oder wenn mal eine interessante Doku läuft, aber Dokus können interessant sein, aber ich kann sie nicht einfach so gucken. Und dann habe ich auch oft den 3DS an. Das ist dein morgendliches Ritual. Das gehört dazu. Ich habe dann meistens noch meinen Kaffee oder meinen Tee. Dann wird YouTube angeschmissen und der 3DS. Okay. Also ich bin irgendwie aus dem Alter raus oder so. Das Ding ist, ich habe eine PS Vita, aber es ist mir zu klein geworden alles. Ich habe auch einen Game Boy Advance, aber es ist mir alles zu klein geworden, dass so meine Hände, meine Finger oder so, die verkrampfen dann ganz schnell und auch auf den kleinen Display. Es macht mir nicht so wirklich viel Spaß mehr. Ja, ich finde, es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich versuche auch was zu spielen, wo du jetzt nicht unbedingt die schnellste Action hast. Also gerne irgendwas rundenbasiertes. Ja, gut. Pokémon, weiß ich nicht. Ja. Pokémon sicher auch. Spiele ich nicht, aber das würde auch dazu zählen. Jetzt gerade spiele ich Coldcept Revolt, das kennt keine Sau. Das ist eine ganz alte Spielereihe aus Japan. Das ist eine Mischung aus Trading Card Game und Monopoly in einem typischen Rollenspiel-Setting. Also du hast ein Spielbrett wie Monopoly mit verschiedenen Feldern und du hast ein Kartendeck, das du dir selber zusammenstellen kannst. Das besteht dann aus Zaubersprüchen, aus Ausrüstung und aus Kreaturen. Und du kannst quasi auf verschiedene Felder auf diesem Monopoly-Brett kaufst du keine Straßen, sondern du besetzt diese Felder mit deinen Kreaturenkarten. Und wenn dann Gegner, also du würfelst auch, du gehst mit Würfeln, gehst du durch das über das Brett. Und wenn der Gegner auf dein Land kommt, auf dein Land, wo deine Kreatur steht, dann muss er was bezahlen. Und wer am Ende des Spiels dann oder am Ende des Levels halt meistens ist es 8000 Credits erspielt hat, der hat gewonnen. Und das ist natürlich eingebettet in irgendeiner klischeehaften Rollenspielstory, die ich aber überhaupt nicht verfolge. Ich klicke die alle weg, die Sequenzen, die gehen mir alle auf die Eier. Ich will einfach nur das Spiel genießen. Und mir das Deck zusammenstellen und es ist teilweise auch sehr, sehr schwer. Manchmal denke ich auch, das Spiel will mich verarschen. Also wenn ich 3-mal hintereinander eine 1 würfel, das kann nicht sein, Entschuldigung.
Ja, das spiele ich dann. Okay. Grade. Auf der 3DS auch? Genau, ja. Das ist das einzige, das erste und bisher einzige aus dieser Reihe, das in Europa erschienen ist. Aha. Die Reihe heißt Coldcept, glaube ich, wird das ausgesprochen. Coldcept, und das Spiel heißt Coldcept Revolt. War mehr so ein Glückskauf. Ich habe gesehen, das kommt. Es war 2 Tage bevor es rauskommt, habe ich darüber gelesen und dachte, Trading Card Game gemixt mit Monopoly? Das klingt interessant. Ja, bin ich in den Spieleladen, sag mal, habt ihr schon Coldcept Revolt? Was? Guckt der Typ mich an. So und so wird das geschrieben. Ich guck mal im Computer. Ja, ist heute reingekommen. Alles klar, her damit. Okay. Nächstes Spiel. Ich glaube, ich bin dran an meinem Computer. Andauernd kommen irgendwelche Fehlermeldungen. Als nächstes wollte ich ein Spiel nennen, was unbedingt genannt werden muss von mir. The Last Guardian, was ich dieses Jahr gezockt habe. Und es hat mir sehr gut gefallen. Also ich liebe es praktisch. Es ist ein sehr langsames erzähltes Spiel von einem kleinen Jungen, der mit einer riesigen Kreatur plötzlich zusammen einen Weg geht. Und die Story erzählt sich praktisch in ganz kleinen Abschnitten dazwischen diesem Weg, den man zusammen beschreitet. Und die zwei Charaktere, die praktisch die einzigen sind, die in diesem Spiel vorkommen, wachsen einen oder schaffen es, einen sehr ans Herz zu wachsen. So, ja. Es ist, glaube ich, ein, wie nennt sich, Walking Adventure Simulator oder sowas. Von Team Ico Chef mitproduziert, aber nicht unter der Regie von Team Ico, sondern von, ich weiß es nicht mehr. Und ja, ein sehr schönes Spiel mit sehr spannenden Momenten, aber auch sehr anrührigen Momenten. Und teilweise war die Kritik laut, dass die Steuerung sehr kompliziert war oder man sehr sehr oft Dinge versuchen musste, weil man muss diesen Vogel, Katzen, Tier dazu bringen, irgendwo hinzukommen, um über seinen Körper an andere Stellen zu gelangen, die man sonst nicht erreichen kann. Und das macht man, indem man mehrere Befehlmöglichkeiten, die man überspringen, überzeigen, ausführen kann. Und je weiter man im Spiel vorankommt und mehr Zeit dann mit diesem Tier verbringt, umso besser versteht er einen auch. Ja? Also ist praktisch wie ein Hund oder so, den man antrainieren muss, auf Befehle zu reagieren. Und das löst das Spiel ziemlich auf eine sehr gute Art und Weise. Das hat funktioniert bei mir. Ne? Also in der Kritik war sehr oft zu hören, dass das überhaupt nicht funktioniert und dass es sehr große Frustmomente dann bietet, wenn das Tier nicht das macht, was man will. Ne? Aber es ist halt so, halt mit Tieren, ne? Dass sie nicht auf das erste Rufen hören, sondern da praktisch so ein Training für brauchen. Und das habe ich schon auch darin gesehen, dass das so ist. Ja. Ja. Und ich mag das ja keine Escort-Missionen. Und das Spiel ist ja quasi eine riesige Escort-Mission. Das kennt man ja auch von Team Ico. Die hatten ja schon so ein Spiel, ne? Ja, Ico. Hieß das? Ico. Ico, ne? Ja, ja. Das Erstlingswerk von denen. Genau, es ist ja halt eine Mischung von Ico und Shadow of Colossus. Mhm.
Also, ich habe keins davon gespielt. Meine Frau hat ICO gespielt und fand es fantastisch. Ich hatte mehr Spaß am Zugucken, weil ich finde die Atmosphäre super, aber ich Ja. muss auch sagen, ich finde Escort-Missionen auch nicht sonderlich prickelnd. Das würde mir auf die Eier gehen und Aber ich warum? habe einfach nicht die Geduld dazu. Versuch das mal zu benennen. Was ist der Es Grund, ist mir warum zu wenig man... Kontrolle. Es ist mir einfach zu wenig Kontrolle. Das ist ein Klotz am Bein die ganze Zeit. So ungefähr, Und wenn ja. dann auch noch, wenn dann auch noch Rätsel darum aufgebaut werden, dass du diesen Klotz andauernd von Punkt A nach Punkt B schleppen musst und dann musst du schnell zu Punkt C laufen, wieder zurück zu Punkt B, um den Klotz wieder mitzunehmen, das ist zum Aber Kotzen. nein, es ist ja fast andersrum. Also der Begleiter Wenn es ist, gut gemacht also ist, es ist, ja. ja, es ist irgendwann, es ist ziemlich schnell nicht klar, wer begleitet eigentlich wen. Also beide sind in dem Fall voneinander abhängig und der Weg ist nur gemeinsam zu lösen. Von daher ist es nicht, mir kam es nicht als Klotz am Bein. Außerdem ist das Tier so schön animiert, dass es einfach nur herrlich ist. Ich Und glaube auch, dass es funktioniert bei Last Guardian besser als bei ICO. Bei ICO ist es ja wirklich, dass du das Mädel an die Hand nehmen musst und mit der anderen Hand die Schattenwesen vertreiben. sobald du sie loslässt, hast du quasi so einen Counter, glaube ich, ne? Ja, so Wird ungefähr, ganz langsam ja. angeklopft und getötet. Ja, Bloß nicht loslassen. sie wird entführt. Die Ja. Schattenwesen entführen sie dann. Aber meine Frau hatte die Geduld und also ich fand es von der Atmosphäre fantastisch, aber vom Gameplay war es nichts für mich. Und dann wollte sie unbedingt Shadow of the Colossus spielen, hat es kurz angespielt und das war gar nichts für sie. Und ich habe es nicht gespielt, ich wollte es nachholen, aber ich glaube, das würde mir auch auf den Senkel gehen, quasi diese riesigen Kolossi anzugreifen. Und ich glaube, ich hätte auch keine Geduld dafür, das alles zu machen. Und Last Guardian, also es sieht super aus. Es hat auch eine schöne Atmosphäre. Aber ich weiß nicht, es ist dann doch irgendwie zu wenig Gameplay für mich. Und meine Frau kam nicht mit der Kamera klar. Also ihr wurde schlecht. Sie leidete sowieso relativ stark unter Motion Sickness. Und sie wollte Last Guardian unbedingt spielen, aber sie kann es nicht spielen. Das Und ist sie sagt dann schade. immer, du musst das für mich spielen. Und sie, ich will zugucken, du musst das für Oh mich spielen. Ich nein. sage, ja, vielleicht irgendwann Sie kann sich mal. mein Let's Play ja, übrigens angucken, Das kann ich ihr geben, genau, das ne? schicke ich ihr. Nein, es, also Und ich finde es, vielleicht mache ich es ja. noch, aber im Moment. Im Moment habe ich so viel andere Sachen halt noch. Ja, also mir hat es nur sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich mag diese Art von Erzählweisen, die nicht ein alles mitten auf die Nase haut, sondern Das finde ich so, auch gut, ja. Ganz langsam zu einer Geschichte führt, ne? Und die aber jetzt auch nicht sehr bedeutend ist oder so. Also man versteht auch etwas. Das Spiel transportiert trotzdem so viel Gefühl, als dass es sich in einer Story festmachen lässt. So eigentlich. Ja, also es hat einen Hintergrund. Später erfährt man dann mehr auch über das Tier und über den kleinen Jungen, aber es ist nicht alles, es ist nicht wirklich nötig, ne, um da etwas zu erfahren. Also man erfährt eigentlich schon auf diesem Weg genug von dem Jungen und von dem Tier. Also die vermitteln so sehr viel Charakter, so an sich, ne? Also, ja, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Also man kann auch sagen, dass das Spiel ja auch irgendwie 10 Jahre in der Entwicklung war oder Ja. angekündigt wurde noch auf PS3-Zeit oder PS2? Nee, Das PS3 kam anscheinend. häufiger vor.
Ich glaube sogar PS2. Also ich glaube, die Entwicklung begann auf PS2. Angekündigt für PS3. Mhm. Und ja. Ja, und da lässt sich vielleicht erklären, dass Grafik und Steuerung da vielleicht auch noch nicht so weit entwickelt wurde. Und vielleicht steckt da auch schon ein bisschen Programmiercode der alten Konsolen da noch irgendwo drin. Das glaube ich. Und es war ja kein Spiel von Team Ico, war ja wirklich war technisch wirklich Bombe. Also die sahen für sich eigentlich gut aus, aber die liefen nicht gut. Und die Steuerung ist bei jedem Titel eigentlich ziemlich hakelig. Okay, von mir aus können wir weiterziehen zum nächsten Titel. Gonzo? Eigentlich finde ich es schon recht spät. Ach so. Ich muss auch gleich das Bett freimachen. Also wir müssten okay. Dann langsam mal zum Ende kommen. Ja. Und einen neuen Termin ansetzen. Ja. Sollen wir denn ja, von mir aus auch. Teil und im zweiten Teil machen wir noch den Rest von diesem Jahr und dann halt die Vorschau fürs nächste? Ja. Können wir machen. Also das besprechen wir dann gleich hinterher. Ja, aber müssen wir uns jetzt aber, nämlich nicht hetzen. Ja, aber ich bin dafür, dass wir aufhören. Ich fühle mich auch schon mittlerweile ein bisschen müde. Deswegen musste ich auch kurz weg, weil ich, naja, A, zur Toilette, aber B, auch auf dem Weg mir einen Kaffee geschnappt habe. ja, ich bin schon ein bisschen müde. Ich glaube auch, dass wir lang genug gemacht haben. Ich bin auch seit halb vier wach heute. Also es ist erstaunlich, wie wenig wir von der Agenda durchgenommen haben. Es dauert immer. Ja. Aber ich finde es gut, dass wir viel zu berichten hatten. Und ja, von mir aus, lass uns mal gleich quatschen, ob wir dieses Jahr noch einen Termin finden. Das ist ja, sollte jetzt einfacher funktionieren als für diesen Termin. Oder? Ich glaube, ich habe nächste Woche noch Urlaub. Das sollte kein Problem sein. Prima. Und wie wir gehört haben, Timo ist Freiberufler. Ich übrigens auch. Dann findet man schon was. Ja, also wenn keine Deadline gerade im Schuh drückt, dann genau. Ist es fast egal. Gut. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch und bei Zuguckern, die diese zusammen Skypen-Folge fand ich wieder sehr, sehr schön. Natürlich hatten wir eigentlich ganz viele andere Pläne noch, aber das kommt dann in der zweiten Folge, ne? Genau, ist ja nur vertagt. Ja. Wir haben ja jetzt genug Material erstmal. Also das muss man sich ja erstmal alles anhören, was wir hier gesagt haben und verinnerlichen. Ja, wie lange war das jetzt? 3 Stunden? Nö, zweieinhalb. Ja, ungefähr. Habe ich an Tonstrecke. Ja. 3 Stunden, 37 Minuten. Ah ja, okay. Schön. Ja, war schön. Ich bedanke mich für das nette Gespräch über Videospiele, was ich ansonsten selten habe. Privat habe ich kaum einen. Ja, ich ja auch deswegen, nicht. Ja. Ich durste immer so nach Podcasts. Du hast ja eine Frau, die spielt. Das ist ja was ganz anderes. Ja, aber sie, also sie ist seit Monaten vertieft in Final Fantasy 14. Oh. Und ich versuche sie immer so, hier, spiele mal das oder spiele mal das. Dann habe ich ihr zum Geburtstag oder zu Weihnachten kaufe ich ihr dann immer andere Sachen. Hey, da musst du ja unbedingt spielen. In Gedanken, da kommst du endlich weg von Final Fantasy 14. Teilweise spielst du es dann auch durch, aber dann legst du es wieder weg und dann wieder Final Fantasy 14. Ja, diese Online-Spiele. Aber Gonzo, ich hatte verstanden, dass deine Frau auch spielt, oder? Oder nicht? Sie hat schon mal was gespielt, aber schon lange nicht mehr so. Hm. Nicht so regelmäßig. Ich höre Bewegungen im Flur, ich muss aber langsam. Okay, Leute, ja, dann lass uns Schluss machen. Gut, dann hört ihr uns in Teil 2. Genau. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Bye-bye. Ciao.